Da wird da wahrscheinlich auch nicht so viel rein interpretiert werden. Mal Definitiv, kurz ja, als das. Zwischenfrage, bin ich der Einzige, der schon gestartet hat, oder spielt ihr auch was? Ach so, ich musste gerade noch mal neu alles einstellen, weil ich meinen Controller nicht hatte. Ich starte jetzt. Ins Spiel, weil ich bin jetzt Ja, ein auch. Spiel. Ein Spiel, genau. Okay, ich muss erst noch mal Das war, gucken, ob glaube ich ich, die überhaupt Frage connected von. bin. Das Aber ich wäre nämlich meine die. schon. Ja, Wahrscheinlich sehr bekommen wir jetzt gut. erstmal 20 Items. Nee. Emo, ja. Also ich bin mit Mother Brain und ihr? Ich habe nur Items für mich gefunden. Erna hat es schon fertig. Ja. Ich habe gerade so ein bisschen Angst. Wovor? Erstes Item ist mein Mothball. Oh nein, Vanilla. Hast du dein Sprite geändert? Nein, ich habe nicht mein Sprite geändert, aber ich habe trotzdem gerade Angst. Ja, weil daher sehe ich es gerade eben, dass er da ist. Genau, Zeitplan bei mir kommt Okay, dann das ist heute noch. definitiv hier ein Randomizer. Sehr gut. Weil zweites Item war einfach mal die Powerbomb. Was ist Ja, alles? wollte da normalerweise nicht sein. Ja. Ist ein schönes zweites Item, würde ich sagen. Noch bei Powerbomben, damit kann man was Ja, anfangen. aber nur für dich Schön. selbst. Das ist ein Ich wollte gerade sagen, bisschen. schön, dass du alles für dich findest. Ja, das hat auch was für sich. Das ist. Hey, wir spielen Multiword, aber wir finden alle Items bloß für uns. Vanilla Energiezahn, den kann ich mir jetzt gerade nicht holen. Also für alle und vielleicht auch für euch nochmal, ich habe tatsächlich bei Multiworld Oh, hier Easy Miser. Casual eingestellt. Oh, okay. Nicht Tournament. Weil ich nicht wusste, ob Air Knight Tournament so verbandelt ist mit. Beim letzten Ja, Mal hatten wir, keine glaube Ahnung, ich, jetzt. Casual, oder? Wir hatten Casual, aber in Tournament ist doch das Problem mit dem mit den Jump, den Dragon auch nicht kam, ne? Oder? Ich habe ihn hinbekommen. Du hast ihn mittlerweile hinbekommen? Ja. Also ich hatte meine Probleme, ich hätte auch jetzt meine Probleme, aber ich hatte ihn hinbekommen. Ich könnte nicht sagen, ob ich den schaffe oder nicht. Ich habe auch den Müssen wir Morphball nicht. gefunden hier unten. Was ist denn hier? Warum Ja, ich nicht für auch. jemanden vor euch? Also Ist das ein Multi? Hast du ich habe. Multiworld eingestellt? Das frage ich Ich mich gerade auch. dachte. Ja, schon, Aber natürlich lasst mich dachte raten, eure ersten beiden Items waren auch Powerbomb Nee, meinst du. und Morphball. Ui, meinst du war eine Supermissile und jetzt Screwtech? What? Okay, wenigstens Ui. einer der ist is, Also. is, is even Aber ich finde es halt momentan randomized. ziemlich komisch, dass wir noch keine Items für den anderen. Ja. Ja, Ich führe. irgendwie. Also was die Items betrifft, führe ich, glaube ich, jetzt eindeutig. Na, du hast ja auch 10 Minuten vor uns gestartet. Nee, so viel Cheater. führe ich doch nicht. Aber ich habe gerade mein Gravity Shield gefunden. Wow. Oh Gott. Ja, das ist halt das Problem an Aber Casual. Du bist in 2 Minuten durch. warum zum Geier? Ich meine, wir können jetzt auch nochmal beenden und auf Tournament stellen. Da habe ich auch nichts gegen. Nö, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Müssen wir Das nicht. ist insbesondere, wenn Alles. wir Zweifel Casual haben, nicht so dass das hier richtig. überhaupt Multiworld ist, was ich gerade auch so ein bisschen hab. Aber wir haben uns ja alle drei verbunden mit der Website, Ja, ne? irgendwie Die schon, kommt ja ne? nur, wenn du ein Multiworld machst. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn es sein, dass ihr drei einen eigenen Seed habt und aber gleichzeitig spielt, ja, das fühlt Ich hätte sich. erst Ja, gedacht, dass wir es. alle drei denselben haben. Nee, aber ich habe definitiv Nee. Unterschiede. Oh, ich krieg den Jump nicht hin. Also So ein das ist Scheiß. Also ich spiele auf den jeden Fall einen Randomizer und ich Energy-Jump. spiele auf jeden Fall meinen eigenen Seed, aber es ist noch nicht klar, wie ich euch Items schicken kann. Ist Ja, Casual das ist vielleicht alles. so, dass sie Angst haben, dass du den anderen nicht schicken kannst? Powerbombs for Air Knight! Ja, Yes, wie es kann das denn sein, dass funktioniert! die ersten 7 Items für dich jemand anderen von uns sind? What? Das habe ich auch noch nie gesehen. Seltsamster Start von Okay. Multiworld. Ja, jetzt finde ich nur noch Sachen für Air Knight. Sehr schön. Alles für Air Knight! Ja, ich finde halt nur für mich, aber das Problem ist, ich krieg die Items, Oh. die ihr mir schickt, nicht. Oh. Oh. Also ich bin. Du bist auf der Webseite mit Game Detected, have fun. Ja. Okay. Das ist ungut. Woran liegt das Problem jetzt? Hier steht Status Detecting Game. Was ist das denn? Das ist Hä? nicht so gut. Da musst du nochmal auf Connect klicken, vielleicht. Wenn Ja, das noch am stehen besten. würde. Ja, dann am besten die Seite nochmal neu laden oder deine Lua Bridge nochmal neu. Ja, das sind's. Ich lade mal die Seite neu. Du hast die richtige Lua Bridge genommen? Weil es gibt ja eine für den SMZ3 und eine generelle. Das Lua Bridge.lua meinst du? Ja, genau. Ja. Oh.
Ja. Ich habe hier Multibridge SMZ3R2 Lua oder nee, so. Nee, Lua Bridge ja, brauchst du. Das ist das Falsche, weil das ist die SMZ3 Lua Bridge. Du brauchst nur okay. Lua Bridge.lua. Die findest du in dem QUSB-Ordner. Daran könnte es liegen. So sieht's aus. Ich hab meinen X-Ray gefunden. Und ich bin gestorben. Die Felsen machen richtig Damage. Ach, da oben bist du. Ja, okay. Da sind die Items. Yay. Jetzt müssen wir bloß noch wissen, ob es bei uns beiden funktioniert. Ja, wobei, wenn du mal eine Verbindung hast, dann sollten wir auch eine haben. Ja, also bei uns steht zumindest Game Detected, Herr Fun. Das ist ja schon mal... Naja, wenn es in eine Richtung funktioniert, soll es in die andere auch funktionieren. Ne? Wir haben dir beide Items geschickt. Wenn du sie erhältst, dann soll die Verbindung passen. Gut rausgeredet, Dragon. Gut rausgeredet. Aber wie ich halt immer noch nichts für euch gefunden habe. Ja, ja, bei mir war es auch wie eine Powerbombe. Was ist los, mein Spatz? Aber es kann tatsächlich sein, dass bei den ersten Items irgendwie bevorzugt dann nicht selber gehen, damit du halt nicht gelockt wirst oder so schnell. Ja. Falls jemand dass zum Burger halt King geht, dass du zumindest ein bisschen was machen kannst. Ja. Ich mache jetzt was ganz Dummes. Mach Gauntlet. Oh ja. Ich guck gerade, ob ich hier irgendwie den Sound runterstellen kann. Ah, da. Ich hole nochmal alle Items, die ich mir schon geholt habe. Auch gut. Ja, aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass die Felsen so viel Schaden machen. Ja, ich meine, sie haben mich nicht geinstakillt, aber ich bin dann halt beim Runterkommen noch an dem doofen Fliegenvieh gestorben, weil ich irgendwie immer noch vom Kopf her in der Verbindung drin war und nicht mit neuen Leben kalkuliert habe, irgendwie, ja, die noch übrig waren. Hätte man dann schon anders gemacht. Oh mein Gott, ich komme ja nicht hoch. Aber warum zum Geier schaffe ich den Clip nicht mit dem Damage Boost? Das ist auch ein bisschen traurig. Ist immer so eine Eingewöhnung, ne? Ja, das ist wirklich der... Eigentlich ist es ja somit das Einfachste überhaupt. Du musst ja eigentlich nur gerade hoch... Ich weiß nur nicht, in welche Richtung man gucken muss. Das ist immer noch der einzige... Ich gucke immer nach links. Entgegengesetzt, wie du fliegen willst. Ja. No, okay. Das macht Sinn. Und du musst zum Damage Boosten, musst du halt, glaube ich, in die andere Richtung in dem Moment auch drücken, sonst funktioniert das nämlich nicht. Ich bin tot. Bei dem hier nicht zwingend, weil du nicht den richtigen Damage Boost brauchst, sondern nur den Gammel Damage Boost, der dich nach oben haut. Das ist ja einfach schon die Berührung von dem Gegner. Sterbe ich schon so früh? Was macht ihr denn, sag mal? Ich habe gerade Gauntlet mit 99 Leben und nur School Attack gemacht. Und oh, nice, E-Tank. Der ist nett. Ist halt instant dead. Ja, weißt du, der sieht uns, ist uns jetzt schon zu leicht, deswegen wollen wir ein bisschen Challenge haben. Ja. Ich meine, wir können immer noch auf Tournament umstellen, also. Mein Angebot steht. Wir können, wenn wir hier schnell genug durch sind, auch einfach ein Tournament nochmal hinterher machen. Das können wir auch. Das ist mutig. Ja, das ist wahr. Du weißt ja, wie lange unsere letzten Randomizer gingen, also. Ja, wenn wir es nicht schaffen, finden bestimmt irgendwann nochmal ein anderes Datum. Muss ja auch nicht. Ich bin viel zu übermütig hierfür. Wait, ich habe gar keine Bomben. Ich kann mir das andere Item gar nicht holen. Das ist so doof. Du hast weder Powerbomben noch Bomben? Nee. Nein, das ist eine freaking... Nein, keine Missiles! Und eine super für Sozi, los! Yes! Für euch, es ist so lustig. Doch, warte, ein Item, E-Tank, glaube ich, habe ich bei Ja, versucht, der war auch gut. Sonst wäre ich vielleicht nochmal gestorben. Aber in die Mega des Gigas traue ich mich trotzdem nicht. Wenn du am Anfang eine Powerbombe kriegst, finde ich immer so eine richtig schwierige Entscheidung, ob du dann unten in Brinstar direkt weitergehen willst. Aber meistens entscheide ich mich dagegen. Lässt du doch eine ganze Menge Items liegen. Was meinst du? Ich sagte, lässt du doch eine ganze Menge Items dann liegen. Wenn du dann nicht nach Brinstar gehst... Nein, wenn du direkt nach Brinstar gehst, dann lässt du doch den ganzen oberen Kram da liegen. Ja, genau, du kannst aber auch nach oben dann wieder zurückgehen, ne? So gesehen. Ist halt eine komische Runde, aber... Du kannst auch einfach kurz das Item holen und dann wieder zurückgehen, weißt du? Ja. Dann durch die Tür. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich bin bei den Kleinen. Noch keinen Moonjump bekommen. Und nach dem Sunbeam. Und man spart sich auch sehr dankenswerterweise den Mother Brain Schacht wieder hochzuklettern. Richtig, ja.
Das ist eigentlich so das größte Argument. Das könnte ich auch mit Speed Booster, Super Quick Charge und, naja, weißt du. Ja, mach ich ständig. Ist eigentlich mein Standardanfang. Das finde ich, das ist tatsächlich mein Lieblings-Start-Item, Speed Booster. Das macht irgendwie am meisten Spaß. Ja, das stimmt. Ja, mit Speed Booster kann man viel tolle Sachen machen, das ist richtig. Jetzt habe ich einfach freaking Powerbomben gefunden. Jetzt kann ich nochmal in Gauntlet gehen. Oh. Mann. Ich gehe mit dir in Gauntlet, sobald ich Bomben-Torizo gemacht habe. Musst du den... Hast du Bomben? Durch. Braucht man Bomben für Bomben-Torizo? Nee, oder? Ja, doch, damit er spawnt. Also, nee, als das Item. Nee, Moment, das so. Braucht man gar nicht mehr überall, ne? Hm? Ich habe neulich einen Randomizer gespielt, da stand der einfach auf. Ja. Da war ich richtig überrascht. Ja. Genau. In Varia wurde es geändert, dass er generell einfach aufsteht, egal welches Item du hast. Aber der hier ist ja noch so geskriptet, dass es an den Bomben hängt. Irgendwer kriegt gleich einen Varia-Suit. Jo. Kann ja, nur nicht sagen, wer. Die Chancen liegen bei dir. Ja, ich glaub's auch. Full Suit für Air Knight. Ich hab meine Bomben gefunden. Nice. Oh no. Lass mich nicht los. Oh Gott. Ich hab mich in Alcatraz selbst geforst gerade. Aber nice. Ich hab ja diesmal umgestellt, dass ich nur mit meinem D-Pad spiele, also nicht mit dem Digipack. Ja. Und gleich instant First Try Mockball. Nice. Sehr, sehr gut. Wobei ich den, glaube ich, wirklich schwieriger finden würde mit D-Pad. Ja, ich spiele halt immer mit D-Pad normal, ne? Aber der gemisste Alcatraz gibt mir auf jeden Fall nicht recht, okay. Den finde ich tatsächlich schwierig. Also immer, wenn du schnell also in den Morphball gehen musst, dann ihr hattet recht. Es war wirklich mein Barrier Suit. Ja. Nice. Erna hat es echt in 10 Minuten durch. Aber ich kümmere mich dann ums Commentary. Oh, oder ein Race. Oh. Ich kann ja schon mal fürs Turnier üben. Ein Race im Multiworld ist natürlich super interessant. Nee, ich glaube, der nächste Seed, den wir dann machen wollen. Powerbomben für Air Knight. Ich habe nochmal hier eine Powerbombe. Der war riskant. Hey, für mich. Ich bin gerade bei dieser Fallengrube da. Oh, Moment. Mit 4 Powerbomben kommt man auch nicht weit. Wofür sucht sie? Powerbombe? Nein, Bomben! Oh, nice. Oh, noch besser. Ja. Energietank für sucht sie. Ja, nämlich auch. Ja, ich hab bisher 2 Missiles bekommen von Air Knight. Ich bin... Ui. Oh, ich bin gerade wieder an meiner Hassstelle. Nein! Oh fuck. Da unten, hol ich mir jetzt das eine Item dort? Nee. Ja, nee. Kann ich Dragon alleine ein bisschen leiser drehen bei Discord? Weiß einer, wie das geht? Ja, du kannst auf ihn rechts klicken. Genau. Dragon ist doch arg laut. Es tut mir leid, dass ich so brülle. Ey, du bist tierisch laut und dann bist du schon auf die Hälfte gestellt gewesen. Hey, erste Powerbomben. Nice. Wait, nee, die waren für mich. Ja, dachte ich doch. Ach so, ja, nee, aber ich hatte schon welche. Ach so, ja gut. Deswegen habe ich ja gerade Gauntlet nochmal gemacht, weil ich Powerbomben hatte. Stimmt. So. In meinem Gauntlet waren die anderen. Ja, sehr gut. So, da wollen wir mal rumjumpen hier. Oh, hä? Das hier hat jetzt den, die Anti-Softlock-Sachen drin. Wieso Anti-Softlock? Ach, du meinst bei Mockbar? Genau, ja. Beim Mockbar-Raum. Da ist der zerstörbare Block. Oh, nice. Aber ich dachte, das hätte der Multiworld nicht, oder hat er es jetzt? Ich glaube, der Crossover hat's nicht. Crossover hat's nicht, richtig. Da waren sie nicht fähig genug in Metroid. Obwohl, eigentlich ist der Metroid ausgerichtet, also macht's ja eigentlich keinen Sinn. Keine Ahnung. Ja, das ist so gesehen. Ey, hast du Energietank? Nice.
Yes. Oh Gott, jetzt bekomme ich Zeug von dir. Und ich bekomme noch mehr Powerbomben. Jetzt wird's hier wild. Was wollte ich? Ja, so gesehen ist der Super Metroid Randomizer hier ja auf den SMZ3, oder kommt ja so gesehen vom SMZ3, ne? Deswegen überrascht mich jetzt. Ja. Ich bin beschäftigt, in welcher Reihenfolge da was entwickelt wurde. Ja, vor allen Dingen, in welcher Reihenfolge haben die Patches gebracht, ne? Wer weiß, vielleicht ja, kommt das ja in ein paar Monaten oder so, oder in einem Monat kommt das vielleicht ja auch für einen Crossover. Ich kann mir vorstellen, dass das Patchen vom Crossover nicht so leicht ist wie vom Multiworld. Das ist wahrscheinlich, ja. Das ist alles wahrscheinlich nochmal ein gutes Eck komplizierter. Ja. Ja. Hui. So. Wobei. So, ich habe perfektes Setup, um Phantun zu machen. Ich gehe jetzt nach Wreckship. Nice. Viel Erfolg. Wieso, was hast du denn schon für Items bekommen? Ich wollte gerade sagen, was heißt perfektes Setup? Charge Beam. Oh, ja, okay. Der bringt viel. Oh, ja, Supers. Und 10 Supers. Das sollte eigentlich reichen an Setup. Boah, nur mit Supers gegen Phantom ist doch eklig. Nee, mit Charge Beam nicht, weil dann kannst du Pseudo-Screw-Attack mit seinen Flammen machen. Mhm. Und damit kriegst du keinen Damage. Ich wollte gerade sagen, die treffen dich dann nicht, weil sie schwach genug sind? Nee, die treffen dich nicht. Okay, das ist dann echt stark, ja. Also ab Charge Beam ist er eigentlich machbar. Ups. Na dann. Und mir hat noch mal jemand Supers geschickt, habe ich gemerkt. Das ist, kann von mir gewesen sein. Speed Booster! Way! Okay, damit fällt auch der eklige Sprung weg. Schade eigentlich, aber. Ja. Du kannst ihn immer noch gerne machen, wenn du so scharf drauf bist. Ah, das war so Speed Booster oder was? Ja. Ah, cool. Ah, ich habe einen coolen Start. Keine krassen Upgrades, aber ja, Speed Booster, Charge Beam ist eigentlich schön, eine schöne Kombi. Also wenn ich meine Suits ausmache, dann habe ich fast Vanilla, also irgendwie, ne? Ja, stimmt, Bomben auch. Also ich hab Maximum Mobility schon. Mit Speed Booster und Bomben kann man alles machen. Ja, und ich bin einfach die Glass Cannon mit meiner Screw Attack. Deinem E-Tank. Ja, gut, Glass Cannon mit Screw Attack, du kannst ja durch alles durchspringen, ne? Ja, ist schon richtig, aber ich halte halt nichts aus, falls mich mal was trifft. Da musst du halt immer in Bewegung bleiben, ne? Ja. Ja, wenn man nicht getroffen wird, dann braucht man keine Ausrüstung. Wie ich immer getroffen werde durch die Items, die ich bekomme. Ein Segen und ein Fluch. Oh. Warum habe ich den mit Supers kaputt gemacht? So, ich fällt mir ein. Nee, mehr Supers. Yes. Das ist mein Bildschirm gerade an der falschen Stelle. Ups. Ich kann meinen Chat gar nicht lesen. Na, oh. Ich habe gehört, das wäre sinnvoll so beim Stream. Ja, so viel passiert da jetzt auch nicht. Also, mein Seed besteht zu 50% aus Supermissiles. Ja, für dich. Das kommt noch erschwerend dazu. 50% Köppel gerne als Supermissiles. Hab ich eigentlich schon mal ein großes Item weggegeben? Ach ja, stimmt, Bob für Sozi. Ja, das immerhin, das war wichtig. Aber ich habe jetzt schon 6 große Items für mich gefunden, also. Gott. Ja. Ich könnte jetzt theoretisch schon fast Dragoon machen hier. Ich finde nur noch ein paar Energietanks. Kann ich wegrappeln. Das ist auch schon stark, wenn man das 10 Minuten nach Beginn des Sets sagen kann. Ich glaube tatsächlich ist die Hürde bei Dragon eher hinzukommen und nicht sie zu besiegen. Oh, das hat mich getriggert. Ja. Das merkt man erstmal, wenn man irgendwie so Varias spielt mit Boss-Randomizer. Wenn du einen frühen Dragon-Kampf bekommst, der ist eigentlich schon oft machbar. Mhm. Selbst ohne Suit und so. Wenn du mal einen guten Beam hast. Ich stelle mich mit dem Grapple. Ehrlich gesagt immer ziemlich doof an. Da ich meistens halt Vanilla gemacht habe und ja, dann machst du halt immer in der Regel Grappeln.
Also ein Ocean Fly war jetzt nicht die beste Idee, wenn man nur drei Heat-Tanks hat. Los, Ocean Fly vor Phantun. Ja. Ja. Gibt bessere Ideen. Ja, vor allem bei den geringen Auflademöglichkeiten im Wreckship vor. Ach, ah, scheiße, wenn der E-Tank für mich gewesen wäre, das wäre so Bombe gewesen. Aber wer kriegt ihn natürlich wieder eher Neid. Sehr gut. Ja, das ist alles wieder für Airlight. Für letztes Mal, ne? Hast du da so wenig Energie bekommen? Ja, das auch. Aber okay. Generell keine Items. So, dann muss jetzt. Das war, glaube ich, eher das Problem. Ich hatte ja nichts so richtig bekommen am Anfang. Mhm. Da muss jetzt Phantom gut laufen. 1,34 wird spannend. Das ist nicht viel, ja. Aber man kann ein bisschen Leben bekommen, glaube ich, wenn man keine Missiles ausgibt. Ist das nicht so? Generell ja, von den Flammen kannst du immer ein bisschen Leben bekommen, ja. Aber ja. Ja, außer er boostet als erstes gleich mal sein Flammenrad durch. Dann hat sie irgendwas falsch gemacht. Nee, eigentlich alles richtig. Oh, verdammt. Ja, shit. Ich wollte nur ein bisschen stänkern. Ich meine, ich will ja, dass er seine Flammenrad-Taktik auspackt. Schwierig ist halt nur, dass ihm die eine Super reinzuhauen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist tatsächlich das größte Problem. Ja. Ja. Ein Versuch. Los! Ach, dammit. Ich hab mich gerade wieder richtig dämlich an. Ich hasse das Boss-Boss-Clip. Oh. Verdammt. Das ist der einfachste Glitch überhaupt. Und der mit so dem gesehen, meisten Fail-Potenzial. Es ist kein schwerer Skip, aber ich weiß halt eben nicht, wo du stehen musst. Also ich habe ihn nie 100% gelernt, das ist das Problem. Und ich weiß auch nicht, ob das, wo du stehen musst, wirklich das Ausschlaggebende in dem Fall ist. Yo! Ist es. Hör doch einfach mal auf, einen Charge aufzuladen, das lohnt sich. Müsste mir einfach mal ein wirkliches Tutorial anschauen, wo der Punkt ist, wo du stehen musst. Und dann. Also es hängt wirklich von der Position ab, weil das halt dieser Bildfehler ist, ne? Ja, ja. Energie, hey! Hey, nice! Und du bist auch frei. Sehr schön. Und okay, nice! Ich hab immer noch nur zwei. Ja, jetzt habe ich mehr. Aber du hast beide E-Tanks. So, beide Suits. So gesehen sind deine zwei ja jetzt sechs. Ja, ich gehe auch davon aus, dass der eine Energietank, der hier noch ist, wahrscheinlich für mich selber ist. Aber ich habe heute keine Lust auf das Damage-Booste mit der Ausrüstung. Muss nicht sein. Wo wäre das denn? Das wäre dann weiter vorne? Hier so? Muss ja so gesehen. Keine Ahnung. Das, ich muss sagen, mittlerweile der Wavebeam Gate. Och nein. Der Wavebeam Gate Glitch oben drüber in dem Powerbombenraum. Der ist mittlerweile so viel leichter. Ja, weil ich geht halt mir ganz genau so. Den kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Der ist, da muss man halt ehrlich sagen, der ist ursimpel. Aber wie gesagt, Bossmanns gibt es halt auch ursimpel, wenn man ja weiß, was man tut. Das ist irgendwann, muss ich mir aber mal. Das ist, gibt halt auch wahrscheinlich ein super schnelles Tutorial, wo einfach bloß sagt, steh an dieser Pflanze. Aber ich meine, ich hätte es schon mal gesehen, ja, und das mit der Pflanze habe ich auch gesehen. Also, dass man genau an dieser einen Pflanze da stehen soll, aber ich mache das gefühlt immer und es klappt nicht. Also. Die Sache ist die, du musst vorher ganz nach links gelaufen sein, sonst funktioniert das nicht. Okay, aber was heißt ganz nach links? Oben ganz nach links oder sogar runterfallen und da ganz nach links laufen? Nee, du musst einfach nur ganz nach links, dass sich das Bild ganz zur Seite verschiebt. Weil das ist ein Stellungsfehler vom Bildschirm, warum du da durchschießen kannst. Ja, aber was heißt denn das Bild? Was heißt denn, das Bild muss ich nach ganz links verschieben? Also. Also ich bin gerade eben, du kennst ja diese kleine Plattform theoretisch, wo du ja draufstehst, ne?
Und da einfach bloß bis zum Rand laufen. Nicht drüber springen, nicht irgendwas anderes machen, einfach bloß bis zum Rand laufen. Bei mir jetzt gerade eben auch, ich bin ganz nach links gelaufen, dann nach rechts rüber und dann hat es beim ersten Mal funktioniert. Okay. Das habe ich vielleicht dann auch falsch gemacht. Ich meine nämlich, ich laufe immer bis ganz nach links. Aber ich frage mich halt immer, ob man dann runterfallen muss und dann wieder hochjumpen quasi. Oder ob es reicht. Das ist egal, man... du musst halt nur nach links gewesen sein. Okay. Aber ich meine, das habe ich immer gemacht bisher. Also. Vielleicht dann einen Schritt zu wenig oder so. Keine Ahnung. Bei mir war es vielleicht auch Zufall. Keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass ich es habe. Ich meine, im Zweifel hättet ihr auch einfach Spawnspawn killen können. Was? Nein. Das macht Leg. Ich habe diesmal auch leben lassen. Das ist das arme Ding. Wenn dann nur Crocomire töten. Bestraft von der Natur. Ja, der muss sowieso leiden. Der arme Kroko. Eisbier für Sozi. Ja, nice. Den nehme ich doch gerne mit. Das wäre für mich jetzt echt gerade cool gewesen. Wobei für Van Thun jetzt nicht wirklich hilft. Nee. Mäßig. Ja, ja. Ich weiß nicht genau, was er dir tatsächlich helfen soll. Oh mein Gott, kommt man da nicht hoch? Scheinbar nicht. Das ist ärgerlich. Ja, wird die Hitbox von dem Schuss nicht größer dadurch? Mit dem Eisbeam? Wüsste ich jetzt nicht. Hey, 2 Reserve Tanks von Dragon. Cool. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt der zweite für dich? Ja. 2 Items hintereinander waren jetzt einfach Reserve Tanks. Und beide für dich. Finde ich gut. Das ist doch mal eine Ansage. Och Gott. Ich stelle mich so schlecht an, gerade gegen Phantom. Das Fiese ist halt eben, dass sie beim mitten im Phantom-Kampf halt nichts bringen. Ja. Jetzt bin ich etwa wieder auf den Leben runter, wo ich vorher war. Cool. Ja, stell dir vor, du hättest Energietanks nicht bekommen. Nee, es waren Reserve-Tanks, ja. Also. So, dann wäre ich genau beim selben Leben, also von daher. Ja. Oder ist diese tolle Anzeige da rechts nicht? Na, mal gucken, vielleicht gibt's ja. Oh, Bomben für Dragon. Ah, so, okay. Hey! Immer wieder schön. Dragon gibt halt alles für Sozi, richtig, genau. Das ist, ich will Sozi halt bei seiner schweren Aufgabe unterstützen. Schick mir mal einen E-Tank, das wäre cool. Ja, E-Tanks sind leider aus. Also von mir wird es definitiv keinen geben in nächster Zeit. Danke. Ja, ich kenne das macht Mut. Ich bin gerade auf dem Weg zu Crate, also da kommt einfach nichts. Ja, dann musst du Crate halt schnell töten. Hey, E-Tank für Sozi! Yes! Das Timing. Das freaking Timing einfach. Ja, das war mein letzter E-Tank. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es ohne geschafft hätte. Ich weiß gar nicht, er hält 5 Supers aus, ne? Oh ja, ich glaube schon. Sind auf jeden Fall nicht weniger. Samo! Was? Oh! Jetzt! Ich war gerade mega verwirrt. Nein! Was tust du? Was machst du? Wenn ich das Timing vom Springen besser gekriegt hätte, hätte ich gerade einen Quick-Kill gemacht. Ah, ui. Schade. Das habe ich mir auch noch nie angeschaut. Tragisch. Doc Samarok, vielen, vielen, vielen lieben Dank für den Stufe 3 Sub. Way. Oh mein Gott, und das für 6 Monate im Voraus. Oh, lieber. Das ist sehr, sehr heftig. Samarok, vielen, 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 vielen lieben Dank. Das ist super, super lieb von dir. Dafür bekommst du. Ja, eigentlich. Ein Krokor! Das ist eigentlich 18 Krok-Sounds. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt antun will. Tja, da muss man durch. Ich könnte ja Lennys Charge-Beam holen. Dann gleichzeitig. Chargen und Krok-Sound. Also, wenn wir es richtig hinbekommen. Das ist wieder von Dragon. Das ist auch sonst. Ja, und hey, Sozi, du hast ja noch keine Sozi. 3 Reserve Tanks, cool. Das ist. Soll ich mich kurz im Dings muten? In Discord muten? Ja, mach doch einfach, ist doch geil. Okay. Boah, hab ich auch nichts gegen. Ich wollte euch jetzt nicht Ohrenkrebs geben. Dann Xamarok! Vielen Dank nochmal. Bekommst du deine 18 Crocs von. Du hast es so gewollt. Crocs Nummer 1. Nummer 2.
Nummer 3. Nummer 4. Jetzt hast du dich aber verzählt, du warst erst bei 3. Nee. Jetzt kommt Nummer 6. 7. 8. 25. 36. 35. 829. 3. 14. 15. 16. 17. Und der kam aber spät. Ich wollte es nicht gleichzeitig immer machen, deswegen hatte ich es versucht, ein bisschen vom Timing zu ändern. Xamarok, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Hey, Reserve Tank! Kann man es aufhören, unnötige Items hin und her zu schieben? Nein, Reserve Tanks nicht unnötig, sind große Items. Yay, also. Ich habe Energietank gefunden. Nice! Batterien müssen irgendwann auslaufen. Niemals! Er läuft mit Solarstrom. Ja, das Ding füllt sich einfach über Nacht wieder auf. Solarstrom, genau. Ja, natürlich. Durch das Licht des Mondes. Mondlicht, Sieg und Sieg, oder wie war das? Sailor Moon Krog. Schön. Boah, einen tollen Stab und eine Katze. Maximum Professionalität. Wo sind die 18 Sozi-Krog-Sounds? Ja, ich habe auch überlegt. Ich würde sagen, wir verteilen das über mehrere Streams, weil. Ja, finde ich gut. In einfach sechs so ab und Monate. Zu random einfach. Ja, finde ich gut, ja. Können wir machen. So, hast du auch so viele bekommen, oder was? Nee, aber wenn ich mit Benny zusammen streame, gibt's immer noch extra Krog-Sounds von mir, also. Achso. Special Sozi-Krog-Sounds, die fast schon beliebter sind als der normale. Oh, ich habe mal wieder ein großes Sachchen für mich gefunden. Nice! Lass mich raten, es war kein Reserve-Tank. Nein, das war Speed-Booster. Oh! Oh mein Gott. Dieser Seed. Ich bekomme nur Super-Missiles! Yes. Nein, du bekommst Super-Missiles für mich. Ja! Das ist aber viel mehr wert als nur Super-Missiles. Also ich bitte dich. Das ist, ja klar, ich meine, du kannst sie tatsächlich auch benutzen. Ich gammel hier bei Crate rum. Ja, da kannst du sie aber auch benutzen. Oh, was? Ja, aber Crate ist tot, also ich habe sie schon benutzt. Die zwei, die ich hatte. So, geh ich jetzt direkt. Was mache ich denn? Jetzt kann ich auf einmal alles machen. Ja, ich kann jetzt einmal den. Ich töte jetzt mal den großen Roten. Was? Was war das? Was ist eine bessere Übersicht über deine Finanzen? Okay. Müssen scheinbar recht gut stehen, die Finanzen. Jetzt hat Benny besseres Übersicht über deine Finanzen. Meine Finanzen sind jetzt plötzlich auch viel besser da. Das ist. Oh, das ist von Dragon. Ja, das kann sein. Du hast eine Supermissile, eine Powerbombe, dann ist von mir. Ich stand ja ein bisschen von Dragon. Den sehr gut, sehr schön zu hören. Das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Weiß auf jeden Fall, welches Item ich gerne als nächstes hätte. Was fehlt überhaupt noch? Space Jump? Super Missiles? High Jump wird mir reichen, glaube ich. Nein! Nein! Man will ja nicht übertreiben mit beiden Suits und Speed Booster, ne? Machen wir nochmal. Ey, ich habe wieder ein großes Item in Anführungszeichen für mich gefunden. Dann ist ein Reserve Tank. Oder X-Ray. Genau. Nein, oh, den habe ich schon. Gut, den habe ich auch schon. Ihr habt einfach drei Super Missiles für mich gefunden in der Zeit, wo ich gestorben bin. Die vierte kommt gleich. So. Also ich könnte bald keine mehr kriegen. Ich hab schon 35. Ja, gut. Ja, okay. Oh, ein E-Tank für mich. Nice. Gibt ja deutlich mehr normalerweise. Multiworld. Achso, es wird Multiworld nicht. Ist nicht. Ja, also es ist schon normal gebalanced, sag ich mal. Nee, also die Verhältnisse sind nicht normal gebalanced, sondern die sind irgendwie gebalanced. Und wie versteht Gott irgendwie keine Sau. Das dümmste Item im Spiel ist bei mir eine Supermissel. Eine normale Missel. Was ist das dümmste Item im Spiel? Na, das wird bei diesen komischen Grumble Blocks, wo du da nach oben das in der Wand da. Ach, das, okay. Jo. Das ist meiner Meinung nach das dümmste Item im Spiel. In Norfair oder? Ja. Ja. Hinter Icebeam.
Das ist, ja, du brauchst halt ein bisschen Equipment, um daran zu kommen. Oder mit Speed Booster ist halt easy, ne? Dann ist es sehr cool. Jetzt weiter nach einem weiblichen Evoli in Legenden Arceus suchen. Oh, das klingt danach, als wäre es anstrengend. Oh. Viel Erfolg. So. Ich war hier unten nicht sehr erfolgreich, außer dass ich euch ausgestattet habe. Das würde ich genauso von mir behaupten, nur dass es nicht unten war. Ja, sehr gut. Also bei mir im Rackship war halt echt gar nichts. Aber hat das Rackship immer die Antwort? Ja, ich habe auch gedacht, frühes Rackship, können wir mal ein bisschen hier, aber bei Casual Logik ist das, glaube ich, ein Trugschluss. Das ist, da ist Rackship zu schwer. Oh. Ja. Ja, also von den großen Items her, ich habe halt immer noch nur Screw Attack. Ich fürchte, dass die ganzen guten Sachen vor euch alle bei mir im Brinstar liegen. Ja, was soll denn dann kommen bei mir? Ja, gut, für Benny. Ja, wenigstens meine. Ja, zwei Rackchips sind noch offen, das ist richtig. Aber was ich übrigens sehr sympathisch fand, ist, dass du Airnights Namen auch in deiner Stream-Ankündigung falsch geschrieben hast, Benny. Das wird jetzt zum Meme absolut langsam. Oh mein Gott, hab ich da auch das N vergessen? Oder? Wie habe ich die da falsch geschrieben? In Discord meinte ich, sorry. Ach, nee, das ist, weil ich das ja rauskopiere. Ja. Also das war derselbe Fehler. Sehr gut. Das war einfach bloß ein Übertragungsfehler, so gesehen. Aber ich schreibe deinen Namen auch immer falsch, von daher. verdammt. Das ist, ich habe es mir jetzt mittlerweile so angewöhnt, das TH falsch rumzuschreiben. Dafür schreibe ich jetzt alles andere falsch. Ja, man konzentriert sich nur noch auf das TH hin. Ja. Und der Rest passt. Ja. Ich glaube, ich habe mich gesoftlockt. Jo, das ist doof. An welcher Stelle denn? Das geht doch gar nicht. Rackchip? Wie willst du denn die Softlocken? Die haben dir die Softlocks alle rausgenommen eigentlich. Ich komme nicht mehr zurück, weil ich in den rechten Teil gegangen bin. Ach so, dir fehlt Munition. Nee, ich komme nicht mehr. Ich komme nicht mehr zurück, weil ich. Ich bin hingekommen mit Speed Booster, aber zurück komme ich nicht, weil ich dafür Space Jump oder High Jump bräuchte. Irgendwie sowas. Weil an welcher Stelle bist du zur Hölle? Am rechten Teil vom Rackchip. Ganz am letzten Raum, oder? Ja. Und da kommst du dann nicht mehr hoch. Das könnte ich, weil da das Wasser ist, ne? Ja. Genau. Da kann man, ich glaube, man kann sich Damage boosten, aber das ist an der Wasseroberfläche und das habe ich noch nie geschafft. Spark. Ja, der da ja du musst halt das Timing lacken. Das ist so ein bisschen die Krux dabei. Ja, es ist von dem Punkt rechts dann theoretisch, weiß, über das Wasser drüber springen geht auch nicht. Ich hoffe, du hast dieses gespeichert, dass du Phantom-Tod hast. Ja, hab ich. Ich speichere immer, bevor ich in den rechten Teil gehe, weil das ist Suizid. Ja, da stirbst du so schnell. Das ist, wenn du die Stacheln überlebst, dann ist das schon ein Glücksfall. Ja. Mehr Super Missiles. Ich meine, ich könnte weitergehen, glaube ich. Und ja. Meridia. Also ich krieg gleich noch zwei Items, vielleicht kommt da ja was Spannendes für dich. Ich habe Grapple Beam gefunden. Den habe ich auch schon nicht. Unaufhaltbar. Ja, natürlich. Für mich ist was Besonderes, für dich ist normaler Randomizer Run. Oh, Super Missiles für mich. Witzig. Ich krieg noch den 1,2 Multiplikator für Punkte. Weil die Stufe 1 Abo noch existiert, obwohl ich schon Stufe 3 Abo habe. Das ist seltsam. Vielleicht mal. Ist Stufe 1 nicht Prime? Nee, Stufe 1 ist Stufe 1. Also Stufe 1 ist 5 Euro. Plus Prime basiert auf einem Stufe 1 Abo. So. Das ist aber so gesehen genau dasselbe Abo. Sterb doch, danke. Ich dachte echt, da gibt's einen Unterschied. Nee, tatsächlich gar keinen Unterschied. Außer, dass der Prime-Sub sich nicht automatisch erneuert, sind es genau dieselben. Also so gesehen ist es einfach bloß ein geschenkter Stufe 1-Sub.
Oh, was ist hier? Reserve Tank für Dragon, ey! Hey! Gebt mir mehr unnötige Items! Gerne! High Jump Anyone? Ja, ich hätte gerne einen. ich suche, aber es ist schwierig bei mir. Hat absolutes leichtes Timing versaut. Nein, so nochmal! Braucht man das? Ich glaube, dafür brauche ich den High Jump. Wie doof ist das denn? Ich kann jetzt auch ins Drag Trip. Um an den Grappling Beam zu kommen? Ja. Braucht man, glaube ich, High Jump. Meinst du das Item? Ja. Ja, du könntest mit einem ganz komischen Walljump und ja, den versuche ich gerade. Ich versuche gerade den Walljump. Also du kannst auch genau an der Stelle Walljumpen. Aber das ist ultra eklig. Ja, das klingt alles sehr unangenehm. Geschenkt, man muss dir Prime nicht bezahlen. Naja, ja, richtig. Ah, nee, geht auch so. Ganz. Ist aber Timing. Okay. Plasma Beam für Sozi. Yes, das bringt mir leider gar nichts. Los, fräst dich durch das Schiff durch. Aber ich glaube, man konnte das mit Bomben machen irgendwie. Unter Wasser? So, oder? Nee, das ist in einem anderen Raid nochmal, ist er, glaube ich, eingeschaltet, oder? Du bist so ganz knapp über der Wasseroberfläche, kannst du springen, aber du kannst eigentlich keinen Walljump mehr machen, wenn ich das richtig sehe. Hey, warum das denn nicht? Kannst du sogar unter Wasser Walljump, oder nicht? Nee. Also nicht einseitig, dauerhaft. Ja, das nicht. Ich meine, ich kann mehrfach einen Walljump machen. Es ist halt wirklich so ein Pixel, der fehlt. Das ist... Warum? Ist es eine dumme Idee, mit Powerbeam und ohne Suit zu Phantun zu gehen? Ich hab schon bessere Pläne gesehen bei Gemeindung. Diese Frage ist eine Fangfrage. Diese Frage hat mich in gewisse Softlock-Bereiche geführt, also. Nein? Der Chat sagt nein, also let's go! Ich hab's freaking Screw Attack, also so gesehen kann mir das Ding nix. Ich mach ihm zwar keinen Schaden, außer mit Supers, aber er kann mir halt auch nicht. Mit Supers machst du dem richtig Schaden. Ja, schon, aber es dauert halt ewig. Es ist, glaube ich, schneller als als normale Missiles. Es ist nur nerviger. Wenn du nur normale Missiles benutzt, ja, aber wenn du halt eben Charge Beam, Wave Beam oder so irgendwas hast, dann ist es, glaube ich, sehr viel schneller. Aber den Luxus haben ja bloß gewisse Leute hier. Items zu haben. Ja, der kann den jetzt ja fast one-hitten, ne? Eine Person ist der gesamte Chat. Ja, ihr anderen hättet euch ja auch melden können. Das ist, manchmal muss man die Gunst der Stunde nutzen. Du sagst irgendwann mal vor vielen Jahren, dass du dich mehr trauen willst. Das ist tatsächlich korrekt, ja. Und das ist auch Business for Dragon. Yes! Die habe ich schon immer haben wollen. No. Genau diese, ne? Ja, die haben mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Ich kenne mich in dem Spiel nicht aus. Ja. Keine Sorge, das würde die Frage nicht erleichtern. Aber ja, es ist grundlegend. Hey, ich habe Super Missiles für Sozi gefunden. Es ist halt echt so, dass 50% meiner Items Super Missiles sind. Eine Super Missile-Lieferant. Aber wie gesagt, mit Screw Attack ist das. Ohne Screw Attack wäre es eine echt dumme Idee gewesen. Mit Screw Attack ist es aber kein Ding. Einfach. Ich mache aber lieber den anderen Turn, also von daher ist das für mich aber kein Problem. Ja. Ist definitiv auch möglich. Yes! Ist das ein Spiel? Yes! Das ist nice! Jaha! 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 Das waren die ersten drei für heute. Yes! Wir dachten, der Cocksound war nervig. Sozis Cocksound ist der beste Cocksound. Mindestens. ich muss den nicht nochmal machen. Aber tatsächlich, es funktioniert mit dem Damage Boost. Früher habe ich es nur mal falsch angegangen. Wow. Du musst nämlich ohne. Du darfst nicht.
mit einem Drehsprung aus dem Wasser gehen, weil du dann weniger Höhe hast als mit einem normalen Sprung. Wieso habe ich Plasma-Beam auf einmal? Moment. Hast du nicht die ganze Zeit? Ja, ich habe nur den Beam nicht eingesetzt da. Du warst so lange in diesem Glitch drin. Ja, ich habe nicht mehr geschossen seit einer Ewigkeit, das ist so. Ja, aber ich hab's doch angesagt. Ja, ich weiß, du hast angesagt, aber ich war ein bisschen vertieft gerade in den Jump, also. Ja, da ist mir dann schon etwas intensiver dran, verstehe ich. Aber es ist gut zu wissen, dass man da wirklich zurückkommen kann. Das ist, hätte ich nicht vermutet im Voraus. Und dann ist das tatsächlich eine relativ coole Stelle, um Damage Boost zu üben, weil, ja, du eigentlich relativ easy getroffen wirst von dem Ding, musst du nur das Timing irgendwie raus haben fürs nach links drücken. Mhm. Also, falls ihr es mal üben wollt, kann ich sehr empfehlen, die Stelle. Frühes Wreckship, früher Phantom, kann ich nur empfehlen, wenn man zufälligerweise gerade Multiworld spielt und Energietanks zugeschickt bekommt. Ja, immer so nebenher. Ich meine, na, das ist, ich könnte dasselbe probieren. Ich bin gerade genau an derselben, oder gerade bei Phantom. Na gut, jetzt habe ich Plasma Charge, jetzt wäre es easy. Ja, ich hätte da gerade absolut nicht die Probleme mit. Verstehe ich gar nicht. Ja, ne? Warum hat eine lila Samus damit kein Problem? Ne? Ich bin dunkelblau, zählt das auch? Aber was für eine Bewaffnung hast du, Ehrneid? Oh, come on. Meine Hauptwaffen sind Super Missiles. Ja, okay. Oh. Gut, aber da hat jeder von uns, glaube ich, genügend. Ja, dafür habe ich gesorgt. interessant. Also Phantom hält 3 Phasen mit 2 Missiles und einer Super aus und dann eine zusätzliche Missile. Ja, okay. Ja. Oh, das ist ärgerlich. Man kann ihm keine 3 Missiles und eine Super reinballern, ne? 2 und dann musst du, oder? Ich glaube, du kannst ihm sogar 4 Missiles reinballern und dann eine Super. Oh, okay. Aber du musst das in einem richtigen Rhythmus machen, sonst funktioniert es nicht. Ah, okay. Das kann sein. Na gut, so ging's auch. Easy. Ein Tun erledigt. Crocsound größer als original Ingame. Auf jeden Fall. Also Sozi's Crocsound. Ey, da geht ja irgendwie Sozi. Yes! Der hilft mir gerade weiter, weil ich schon wieder ein bisschen Lowlife bin. Hast du mich schon wieder fast an? Mein Varia Suit! Yes! Wo sind meine Suits, Leute? Ja, du brauchst keine Suits. Denk dich mal an. Ja. Bei der Menge Energietanks, die du schon bekommen hast, kriegst du keinen. Und ich habe einen letzten Reserve Tag gefunden! Yes! Ja! Das ist wie in Legend of Zelda, wenn du zuerst ein Spiegelschild findest, bevor du irgendein Pferd findest. Ich weiß nicht, was alle immer gegen das Spiegelschild haben. Das ist optimal. Das ist die Reihenfolge des Findens gerade. Ja, es ist bloß erstaunlich, dass du vor deinem ersten... Hey, der bringt dich bestimmt weiter. Yes. Der hat dich gerade eben tatsächlich echt weitergebracht, ne? Hä? Moment. Okay. Oder? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil Springball hätte genau dieselbe Höhe gehabt. Ich mach jetzt meinen Weg, den man normalerweise gar nicht macht. Oder, Moment mal, man hätte vielleicht aus dem Wasser einen Springball-Jump machen können, aber ich weiß nicht, ob das besser wird. Aber ich könnte sein, dass es mehr gebracht hätte, ja. Lass mich in Ruhe mit solchen Jumps. ich geh jetzt mal durch den Vulkan, der da hochkommt. Was? Ja, vom Whitebeam, diese Stelle kennt fast keiner mehr. Durch den Vulkan? Durch den Vulkan? Ja, ist der Vulkan. In Metroid ist es ein angedeuteter Vulkan. Oh ja, die Lava, die hochsteigt. Okay. Ja. Du springst theoretisch nicht in Bubble Mountain hoch, sondern du gehst den unteren Vanilla-Weg. Ne? Genau. Das machst ja Randomizer nie. Nee, eigentlich nicht. Das sind so Bereiche, die kennt man gar nicht. So wie den hinteren Teil vom Wreckship an den draußen. Das macht man halt einfach nicht. Soll das Dragon braucht keine Items. Items werden in Metroid definitiv überbewertet. Ja. Also ein bisschen langweilig. Dragon wollte doch schon immer mal hier 0% Run machen. Beste Option in Super Metroid. Ach ja, Sozi, ich wollte dir noch sagen, du bist schuld. Grapple! Woran bin ich schuld? Alle Grapple.
Wenn du wüsstest, wie ich momentan hier Rogue Legacy suchte. Ja, das ist so schlimm. Vollkommen zu Recht. Also gerade der erste Teil geht halt locker flockig von der Hand, ne? Da kannst du einfach weiterspielen. Richtig schön, ja. Da kann man genügend suchten. Her. Also ja, ich tue mich nicht einfach, auch wenn ich on stream so mal so mit WTF, wie habe ich den ersten Boss besiegt? Ja, ich habe festgestellt, mit Riesenwuchs ist der voll einfach. Mit Riesenwuchs? Du stehst mit unter ihm und taust drauf. Ja, mit Riesenwuchs. Ne? Du kannst einfach unten stehen bleiben und draufballern. Ja, okay. Das ist super einfach, der Junge. Das ist wohl die beste Option für den Boss. Das schon sehr gut. Ja, die Bosse sind auch echt klasse gemacht. Ja. Generell Rogue Legacy 1. Wahnsinnig gut. Oh, besser als für Sozi. Hey, der Weg hat sich richtig gelohnt. Und es ist auch tatsächlich ein Spiel, wo es sich richtig lohnt, die Achievements noch alle zu farmen, finde ich. Weil die auch alle gut gemacht sind und nicht so unnötig. Oh. Ich spiele auf der Switch. Welche Achievements? Ja, okay. Das ist ein bisschen traurig. Ich kann sie dir vorlesen, dann kannst du sie machen. Das geilste Achievement ist, besiege das oder schließe das Spiel ab mit 10 Toden oder weniger. Das, Das ist ein Achievement? Ja. Achso, nee, das. Das wurde nachgepatcht. Ich glaube irgendwie 2 Jahre nach Release oder so. Weil ich weiß, dass ich habe damals Rogue Legacy 1 komplett durchgesuchtet und alle Achievements dann irgendwann gemacht. Ja. Und als ich es dann hatte, habe ich gesagt, okay, jetzt ist das Spiel durch für mich. Ja, also Ebenen zur Seite gelegt. Jetzt weißt du, was du noch machen kannst, wenn du nochmal einen Stream machen willst, ein Achievement holen und Ja, aber es geht tatsächlich, wenn man sich ein bisschen darauf fokussiert, geht es. Ist nicht so schwer, wie ich dachte. Also ich habe es im First Try geschafft. Ja, und, ich wollte gerade sagen, weiß, ne? Und wenn man vorsichtiger spielt. Genau, du musst halt wirklich mit jedem Run probieren. Farmen, 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 bis zum geht nicht mehr. Ja. Unfair, ich hatte damals einen Run mit einem Leben. Echt direkt durch? Das ist krass. Ich schaffe ja nicht mal genug Gold zu farmen, dass ich in einen der anderen Levelbereich reingehen kann. Das ist nämlich immer instant, weil mein Charakter zu schwach ist. Also mit dem ersten Char durch, das stelle ich mir ultra schwierig vor. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Du hast ja gar keine Upgrades dann. Also theoretisch, wir reden davon, dass du halt wirklich nicht stirbst, sondern den Endboss machst. Hab's falsch verstanden. Oder den ersten Boss. Den ersten Boss, selbst das halte ich schon für schwierig, aber geht wahrscheinlich eher. Sehr misslige Angelegenheit. Also. Ach, er meint vielleicht No-Hit. Weißt du, dass du nur ein HP hast? Und dann den Endboss? Das ist krass. Weiß ich nicht. Also so könnte ich es mir jetzt vorstellen. Hatte damals einen Run mit nur einem Leben. Hat er halt geschrieben. Ja, das kann ja auch Strafe sein, ne? Ich weiß gar nicht, gibt es so einen Debuff? Das kann dir das Spiel aber auch richtig versauen, ne? So ein Run. Ich wüsste nicht, dass es so einen Debuff gibt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das muss müsste ich erklären, wir sind alle irritiert. Habe ich übrigens angesagt, dass ich Space Jump habe? Nice! Ich habe Space Jump. Das ist, wir waren vorhin bei der Rock Legacy Sache. Ich habe Space Jump gefunden. Das ist, mein Rack Chip ist einfach wahnsinnig krass für mich. Ich habe hier einfach Varia und Space Jump gefunden. Rack Chip hat immer die Antwort. Außer bei mir, das ist gar nichts. Ja, bei dir war es gammelig. Aber weißt du, da freust du dich mal, dass du ein Early Rack-Chip machen kannst. Oder kriegst du nichts. Bringt's halt überhaupt nichts. Das ist schon heftig. Ich habe das Gefühl, dass mein Phantom tatsächlich dann sogar so gewollt war. Also, es war jetzt natürlich auch nicht schwer, ne? Aber mit Varia und Space Jump klingt schon stark nach, als sollte so sein. Kann gut sein. Überleg, wo ist am besten hin? Sorry, ist nicht so imposant. Ah, okay. Alles gut. Die Supermissal kam ein bisschen gruselig. Und kann man mit R den X-Ray aktivieren? Mit Ray X? Nee, muss auf dem Boden. Ich meine nicht, das muss auf dem Boden stehen, ja. Goddammit. Ich wollte das Item checken, aber. Oh, Powerbomben, klar. Ja, Powerbomben geht an. So, ich habe Northfire abgeschlossen. Okay. Und heya Elding, schön, dass du dabei bist. Habe ich glatt schon wieder den Streamstart verpennt, aber guten Abend an alle. Ja, schön, dass du dabei bist.
gut, dass du es geschafft hast. Und ja, hast nicht so viel verpasst, außer viele Tode bei Phantun. Oder bei von Stein. Bist du bei Phantun gestorben? Ich dachte nicht. Doch, doch, ich bin einmal gestorben, beim zweiten Mal habe ich ihn geschafft, weil Benny was geschickt hat. Aber das erste Mal war komplett aussichtslos, also das war... Ja, ging gar nicht. Also Phantun, mit Phantun im ersten Suit muss man schon ein bisschen trainieren, wenn man ihn selbst mit Pseudo-Screw-Tech machen will. Ist nicht so einfach. Ich bin gerade überlegen, geht nach Materia? Nach was? Really, ja? Spiel von Dragon, danke. Ja. Gerne. Schade nie. Das ist, du brauchst ja noch ein bisschen mehr Bewaffnung. Ein bisschen mehr bewaffnet, das war mein erster Beam. Ja, schon, aber so. Ja, gut, okay. Ja, nee, du brauchst, genau, du brauchst generell mehr Bewaffnung, weil du halt deine Suit schon hast. Verteidigung hast du jetzt. Jetzt musst du ein bisschen Bewaffnung pumpen. Ich bräuchte mal ein paar Powerbomben. Das war, glaube ich, falsch rum. Powerbomben wären nett, falls ihr mal welche finden sollt. Ich hab gefühlt den ganzen Sieg von Powerbomben und Super Missiles geschickt. Wie kannst du zu wenig haben? Ich hab 10 Stück. Weil du sie mir also geschickt hast. Oh, okay, ja, okay. Dann habe ich sie nur Erneid geschickt, ja. Hey, Powerbombs für Erneid, danke! Das war doch so klar, oder? Das musste sein. Spielt kein Randomizer mehr mit Erneid. Er schnappt nur alle Items weg. Ja, saugt alles ein. Ah, viel zu gut. Bomben! Meine Bomben! Hui! Jetzt aber, ich finde, ich spiele ein Singleplayer-Seed. Sehr gut. Warum muss ich jetzt gerade an Scary Movie der R2 denken? Ich weiß nicht, ich habe ihn nie gesehen. Ich auch nicht. Echt nicht? Nein. Doch den ersten nie gesehen. Dann wisst ihr ja nicht, was Weingeheime bedeutet. Was? Nein. Geheime? Weingeheime? Meine Keime. Meine Keime. Keime. Ja. Yes, meine Screw Attack! Nice! Hinter dem Wavebeam-Gatter. Und was bedeutet das? Du brauchst Wavebeam dafür? Nee, die Keime. Achso! Das ist Szene aus Scary Movie, die ist schlecht zu erklären, man muss es gesehen haben. Okay. Yes, mein Space Jump! Ich mach den Scheiß hier, ohne zu wissen, was da ist, und da ist der Space Jump, wie geil! Oh, das ist eine starke Belohnung. Schick. Ja, ich habe hier diesen Mist gemacht mit dem Speed Booster in Materia am Anfang. Ach, ja. Das ist, Aber das wirklich ohne zu gucken, was da ist. Nice. Das ist natürlich super cool, wenn man dann davon überrascht wird. Sehr, sehr cool. Na, da liegt meistens nur Grütze. Aber es ist eigentlich eine schöne Location, weil du sie eigentlich auch meistens erst spät nimmst. Ja, du brauchst schon einige Items dafür. Ja. Gut, im Grunde nur Space, nur Speed Booster, aber. Also, nee. Du brauchst ein paar mehr Items dafür. Warte mal, welche? Ich dachte, du meinst die im Turian-Schacht. Nein. Wo? Hier ist ja einfach. Nee, erster Raum Meridia. Ah, okay. Ja. Das, wo du da genau Point Perfect da an der Pflanze stehen musst. Ja. Aber da reicht ja auch Gravity und Speed Booster. Ja. Nee, du brauchst Super Missile. Ja gut, das nee, brauchst du nicht. Ja. Doch, brauchst du. Nee, du kannst Anlauf nehmen in demselben Raum. Du musst nicht in den rechten Raum gehen. Hä? Geht mit einem Quick Charge. Achso, ja, den kann ich nicht. Ja, aber also dem Gammel Quick Charge, nicht dem Short Charge, Ultra Short Charge. Geht mit dem Gammel Charge? Geht der? Ja, ja, was geht der. Du musst halt nur rechts probiert. Bei der Tür, oberhalb von der Tür, wo du rausgehst, kannst du, da ist ein größerer Weg, da kann man chargen. Ja, ja. Theoretisch zur Turtle rein, ne? Also, ja. Der Raum vor der Turtle. Super Missile für Dragon, hey! Ich hab ja 70. Hause raus! Und ich krieg welche von Sozi. Yes, sir. Hat jemand vielleicht Powerbomben für mich? Irgendwo? So? Ja, ich zwei Items. Da könnte es. Ich bin gerade bei der Turtle. Mal sehen, vielleicht gibt's ja welche. Auf der anderen Seite, wenn man zu Powerbomben-Reich geht, dann kriegt man ja eigentlich auch immer Powerbomben hinterhergeworfen. Das sollte schon gehen. Nein. Ja, bei den Turtles sind Missiles für Dragon. Ja, nein, zwei, what? Warum? Wie ist das eigentlich? Zählt der 100% die Items,
die man selber eingesammelt hat, oder so 100% Items, die man zu Kuh geschickt bekommen hat? Das haben ewiges, wir ewiges Mysterium. Also meiner Ansicht nach, also wenn es nur diese beiden Optionen gibt, bin ich recht überzeugt davon, dass er deine, die für dich zählen quasi nur bekommst. Aber ich find's seltsam, weil er eigentlich Gravity für Sozi! Yes! Powerbomb für Sozi! Yes! Was feiert er jetzt mehr? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Beide schon ziemlich nice. Ich find's seltsam, weil er, denke ich, einfach tatsächlich nur die Checks, die du findest, halt eben abhakt. Mhm. Und nicht zählt, welche Items du jetzt hast. Oder welche du theoretisch entgegennimmst, aber keine Ahnung. Ja, wenn er die zählen würde, die man entgegennimmt, dann könnte er ja theoretisch mehrfach zählen, wenn du stirbst, ne? Ja gut, wobei der Zähler ja resettet wird. Das wäre ja theoretisch, als würdest du jetzt ein Item einsammeln im Vanilla und dann sterben und dann hättest du 101%, weißt du? Ja. Aber theoretisch kannst du ja so viel Prozent sammeln, wie du willst bei Metroid. Ja gut, aber dann musst du halt ja den Reset-Skip machen. Genau. Also mein Tipp wäre eher, erzählt am Ende, wie viele Items du tatsächlich hast. Also man zählt halt, also das kannst du auch selber machen, du zählst sie. Ja, aber das wären ja nicht die Checks, die du dann machst, die würde dann ja zählen. Genau, was für Items du hast nur, also wie viele. Ich denke, das ist, was er lockt. Ja, das heißt also, man könnte theoretisch selber kein einziges Item einsammeln, aber 100% auf 100% kommen. So sieht's aus. Ja, das. Theoretisch, man könnte es. Gibt es Multiworld Plandemizer? Ich glaube nicht. Weil so könnte man es theoretisch checken. Ja. Ja, aber ich denke, es ist so. Einer sich 100% abfarmen und ein anderer nicht. Dann solltest du es auch sehen. Ja, theoretisch. Wobei man dann halt nie 100% weiß, ob man alles hat. Naja, wenn du selber... Naja, bei Super Metroid geht das. Ja, aber dann hast du 99% oder so irgendwas und dann ist halt die Frage, ja, hast du jetzt alle Items angesammelt oder hast du eins übersehen? Das kann auch schon sein. Du kannst halt nicht tatsächlich sagen, in Zero Mission zum Beispiel würde es gehen, wenn oben rechts halt alles abgehakt wird, von wegen, okay, du hast alles, aber so Metroid ist dann halt immer so die kleine Frage, hast du wirklich alles? Der Autotracker? Ja, aber Autotracker trackt doch nicht. Autotracker gibt doch einfach bloß an, welche Items du gerade im Inventar hast. Und er sagt ja auch nicht. Und den Springball für Dragon. Yes! Das wird den großen Sieg bringen. Moin! Jetzt wirklich überlegen, ob ich die Dragon lau. Im Übrigen, nur mal an Jack gerade, der mir eine höchst komplexe Frage gestellt hat. Hängt ein bisschen davon ab, wie du denkst. Also meine einfache Antwort ist 1. Und meine schwere Antwort ist, kommt drauf an, ob du mit dem Plus das, ja, die... Ein Jump für Sozi. Yes! Ob du mit dem Plus die Rechenoperation auf den natürlichen oder reellen Zahlen meinst. Ey, ich hab hier gerade ein Item und ich weiß, es ist nicht für Sozi. Was mag es sein? Meine Energie, mein nächster Reservetank. Ach so, ja, richtig, ja. Ey, ja! Das ist eine ziemlich arschige Aktion dann, ja. Okay, ich... keine seiner eigenen Items findet. Bei Super Metroid, ab einem gewissen Punkt wird es halt ein Problem. Du könntest so gesehen so viele Items finden, dass theoretisch du müsstest ein Seed machen, dass der andere das Spiel durchspielen kann, seine 100% findet, dir hier und da ein paar Items schickt. Ja, du musst ja einfach nur deinen Vanilla lassen und machst eine Super Missile oder irgendeine Missile einfach zum anderen. Ja, oder das, ja.
So, einmal kurz noch einen Einwurf. Vielen, vielen Dank, Jack, für den Stufe 1 Abo an Dragon! Yes! Dankeschön! Nice! Und jetzt weiß ich, worauf die 0 plus 1 Frage abgezielt hat. Für die richtige Antwort gab es den Zap. Oh, Zap an mich. Das ist sehr nett dafür, dass ich sehr nicht involviert war. Dankeschön, dafür bekommst du einen entfernten Krog-Sound. Einen geschenkten Krog-Sound. Den ich so auch noch nie hatte. Oh, das ist richtig viel. Jungen wir tun die weh. Vielen und Dank. Noch ein Geschenksab-Krog-Sound von mir. Ja. Yes. Jetzt sind wir bei 4 von 19. Naja, die 4 hatten wir eben schon. Ich habe 3 rausgehauen nach dem Damage-Boost, ja, und einen, genau, nach, ich weiß gar nicht mehr, was war das andere? Irgendein Item, was gut war. Ja, irgendein tolles Item war das. Ich fällt gerade ein, ich habe mein Follower-Ziel, glaube ich, gar nicht resettet diesmal. Naja. Das heißt, du musst immer noch die 60 erreichen. Nee, ich habe immer 2 stehen. 2 Followers? Und du hast dann ja schon 2 von 2. Okay, ja. Nee, ich habe einfach im letzten Stream keine bekommen. Achso, ja, dann brauchst du auch nicht resetten, oder? Ich wollte gerade sagen, da kann man das Ziel auch beibehalten. Ja, ich mache den ja immer nur für 24 Stunden. Ja, die Aufgabe war definitiv sehr anspruchsvoll. Fast so anspruchsvoll wie Babypark, ohne an die Wand zu fahren, zu gewinnen. Ja. Das Wissen. Ich meine eigentlich nur aus Spaß, nicht um das zu testen. Könnt ihr jetzt übrigens langsam auch mal ein paar E-Tanks benutzen, gebrauchen? Vielleicht finde ich da welche. Vielleicht. Nee, finde ich nicht. Mal einstellen kann, dass man keine seiner eigenen Items finden kann. Nee, dafür bräuchte man dann Multi-World Plandemizer und das geht nicht. Also wo du tatsächlich... Das wäre aber echt eine coole Art eigentlich. Ne? So, wenn man mit 3 Leuten spielt, man kann seine eigenen nicht finden, das ist irgendwie cool. Das wäre tatsächlich schon, ja, eine interessante Idee. So nur für andere Leute das zu finden. Am besten im Kreis. Weil, wenn einer immer nur für einen anderen was findet, dann ist es so ein bisschen weird, ja. Ja, das muss ich dann natürlich schon verteilen. Also alles, was Airnight einsammelt, krieg ich. Alles, was Benny einsammelt, kriegt Airnight. Und alles, was ich einsammelt, kriegt Benny. Echt anstrengend vor. Ja, dann ist dein Fortschritt halt komplett dadurch bedingt, wie ein anderer spielt. Ja, genau. Nee, wie 2 spielen. Weil du musst ja auch noch gucken, wo er denn kommt, ne? Wenn es von dem anderen abhängt, ja, dann auch. Ja, das ist richtig. Das kann auch noch sich dann... Aber wenn einer in der Lage ist, ohne geile Items weit zu kommen, also es gibt ja schon viele Sachen, die du nicht permalock hast irgendwie, sondern auch skippen kannst, dann hast du die Möglichkeit, das locker zu umgehen. Ja, ja, und dann sucht der... Und du musst ja bedenken, der eine muss dann ja die ganze Zeit deinen Morphball suchen, ne? Da bist du relativ schnell. Also wenn der sieht, wäre schon blöd, wenn der weit gehen könnte, um deinen Morph hinter Ridley oder so, ne? Ja. Dann macht der andere halt gar nichts. So. Ich sag, das ist eine coole Idee, aber sowas. Multiworld ist generell recht schwierig, sage ich mal. Schwierig? Halt von den Einstellungen her. Du hast so nicht viele Wahlmöglichkeiten. Also es ist recht leicht einzustellen, nur du hast keine Möglichkeiten. Ja, genau. Dadurch ist es eher simpel einzustellen, genau, weil du halt nichts einstellen kannst. Deswegen, und ich glaube, es wäre dann wahrscheinlich auch etwas komplizierter, das so zu machen, dass du dann mehr Einstellungsmöglichkeiten hast. Ich habe schon wieder die gleiche Krankheit wie beim letzten Mal, ne? Tja. Ich habe keine E-Tanks. Ja, das ist die hellste Flamme löscht am schnellsten, ne? E-Tank for Airnight. Du musst dir nur wünschen, dann kriegst du es. Das ist dein letztes Mal nicht geholfen. Ja. Letztes Mal hast du es nicht gewollt. Ich krieg den freaking Icebeam Mockball nicht hin. So, ich mach jetzt so halb Reverse Boss Order. Ich versuch Crate als letztes zu machen. Oh. Da
Da ist ein Item hinter, das ist jetzt nicht so sonderlich schwer. Ja, das ist schon richtig, aber Moment, es ist trotzdem hinter. Nice. Es sind zwei dahinter. Ja, ja stimmt. Ja. Ich meine, noch lachst du, aber wenn das bei dir ein geiles Item ist, was da liegt, dann lachst du nicht mehr. Mein Gravity. Ich bin gerade überlegen, brauche ich theoretisch noch ein Item? Du hast Space. Also ich bräuchte. Ich bräuchte noch Varia. Ja, ich glaube, ein bisschen Munition fehlt mir noch. Ice Beam? Das ist Charge Beam. Ice Beam, stimmt. Ja, nee, kannst du ja keine Ice Beam brauchst du nicht. Du ja, wenn du Bock hast, mit Powerbomben das zu machen. Also meine würden nicht ausreichen, glaube ich. Ja, ich hab schon 30. Ja, das könnte reichen. Aber du kannst sie ja killen und dann kannst du wieder farmen gehen. Also du kannst ja wieder rausgehen. Ja, das stimmt. Nee, die respawnen doch. Ja, aber du kannst einen Raum abschließen. Die respawnen nicht. Echt? Die respawnen nicht. Aber selbst wenn sie nicht respawnen, du musst ja nur die Türen öffnen. Wenn die Tür einmal geöffnet sind, ist ja egal, ob noch Metroids im Raum sind, dann kannst du einfach durchgehen. Ja. Ja, das ist richtig. Aber ich dachte, wenn du rausgehst, dann respawnen die Metroids hier. Nö. Okay. Das tun sie tatsächlich nicht. Das wundert mich aber auch. Nein, ich auch anders gedacht. Ich dachte, bei deinen Loot Randomizer Sozi hätte ich das zu erfahren. Oh, keine Ahnung. Zu lange her. Ich hab grad die Schwierigkeit am Dragon vergessen. Die Schwierigkeit am Dragon? Ja, Pantoon. Hier. Den Wurm. Botwun. Ach so. Du meinst auch Dragon, nicht an mir. Ja. So. Grad, was? Warum bin ich schwierig? Was hab ich getan? Als Mensch nett, aber es ist immer schwierig. Ja, jetzt hast du auch nochmal ein Beam bekommen, Air Knight. Gut, dann. Wave, cool. Ja, ich mein. Zweitbester Beam, also. Ja. Gut, wenn du Charge, weiß nicht, wenn du Charge rausnimmst aus der Kette. Charge hab ich ja schon. Ja. Genau. Aber Charge, weiß nicht, wie würde den Charge einordnen? Findet man den lieber als Plasma oder nicht? Eigentlich nicht. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher den Charge nehmen. Ja? Als Plasma? Ja, also Charge ist halt. Ich finde Plasma ohne Wave aber auch sehr ätzend, ganz ehrlich. Ja. Das ist bloß der einzelne Strahl. Ich bin's von Metroid 2 aus gewohnt. Also dann nehme ich lieber den Energietank für Sozi. Hey. Yes. Hey, das ist sogar gar nicht so schlecht gerade. Aber ich würde tatsächlich Charge-Beam über alles sehen, einfach bloß weil es halt für dich. Du brauchst keine Munition mehr, so gesehen. Also wenn Standalone, wenn wir jetzt mal den Charge Beam ausklammern, würde ich wahrscheinlich den Spacer nehmen. Okay, krass. Ja, der Standalone ist ja wahrscheinlich sogar noch der beste. Das ist eine interessante Ansicht, aber könnte ich glaube ich so nicht teilen. Er ist nicht der Schwächste? Also ist da so ein Mittelfeld? Und die Fläche, mit der du triffst, ist auch sehr hoch. Das stimmt. Ja, also er ist netter, was Fehler angeht. Aber wenn du halt gut triffst, dann ist Plasma halt definitiv top, oder? Ja, und die Gegner in Super Metroid sind ja auch deutlich größer als in den Metroid 2. Das muss man ja auch sagen. Das ist richtig. Von daher, wenn du so Piraten vor dir stehen hast, den kannst du ja eigentlich gar nicht missen. Das ist. Das musst du schon versuchen, den zu verfehlen. 65 Super Metroids, ey. Ich hab 75. Ja, alles, was ich an Super Missiles mehr kriege, kriege ich an Energietanks weniger, habe ich so ein Gefühl. Wie viel hast du? Was? Energietanks? Ja. Das. Okay, ich bin der Energie-Krösus hier. Ja, das sowieso. Wussten wir. Ich habe wieder zwei weitere Super Missiles gefunden. Aber ich spiele auch so, als hätte ich maximal viel Energie, weil ich mir einfach überall treffen lasse, einfach nur durchrenne. Das mache ich aber bei Super Metroid immer, egal wie viel Energie ich habe. Ich habe gerade vergessen, dass ich. Warum habe ich vergessen, dass ich Space Jump habe? Das war ja total idiotisch. Das kam halt von der ITUT, ne? Scheinbar. Yes, Missiles. Weil ich die ganze Zeit den Mockball bei Ice Beam probiert habe. Sendet mir bitte nochmal was, weil jetzt habe ich maximale Aufmerksamkeit da drauf.
Ich sende dir... Jetzt nicht mehr. Oh, ich wollte dir gerade Missiles senden. Nee, die waren für mich. Die waren schon. Ich wollte gerade eben Missiles senden. Nee, für Erne. Du hast mir schon Missiles gesendet. Diverse. Oh. Hey. Haltet euch mit dem nächsten Energietank bereit. So sieht der Tank Dragon der DD. Das Energietank für Dragon. Oh. Hab ich nicht bekommen. Ich war schon immer ein guter Tank. Das muss man einfach... Na, aber wäre nicht Erneid eher der Tank mit seinen beiden Suits am Anfang? Was ist mehr tanky? Beide Suits oder E-Tanks? Die Suits. Definitiv. Hätte ich jetzt halt auch gesagt. Also definitiv, ich glaube, selbst jetzt, wo ich Gravity habe, hat Erneid effektiv immer noch vergleichbar viel Leben wie ich. Obwohl ich fast doppelt so viele E-Tanks habe. Das heißt, Erneid wäre der Tank. Nein, mittlerweile sind wir gleich tanky, würde ich sagen. Okay. Sind zwei Tanks und ich bin die. Der Tank hat Plasma-Beam und Charge im Gepäck. Kennt man doch, ne? Der, ja. der wird dann nicht verreckt. Der und Screw-Attack. Also. So. Ich habe alles, glaube ich, bis auf Wave und Space Jump. Sonst wüsste ich nicht, was mir noch fehlt. Toll. Oh, ich glaube, ich habe mich echt an der falschen Stelle erwischen lassen. Ah, nein. Da ist der Shrimpy tot. Dragon, der OP-Boss. Krass, als Ridley und Mother Brain zusammen. Ich wollte mich nicht mit mir anlegen. Die Missiles haben gerade richtig Angst eingejagt. Ja, die müssen jetzt kommen und alles wird schwarz. Ja, das, in manchen Räumen ist das so. Ich glaube immer dann, wenn diese, ja, wenn diese diese Glühwürmchen irgendwo sind, kann das sein. Hey, ich habe Dragoon getötet für Missiles für Dragon. Da sieht man mal wieder Dragon besser als Dragon. Ah, nein, ach komm. Ja, das war eigentlich ganz cool. Aber auch nur eigentlich. Wow. Das ist immer schade, wenn es nur eigentlich ist. Nice, es war wirklich ganz cool. Ich bin nämlich mit dem letzten bisschen Yes, Spacer. Cool, das bringt mir gar nichts. Ja, toll, sag halt einfach, dass ich komplett unnötig hier zu Wavebeam gelatscht bin. Ja, bist du. Ja, das macht mich auch nicht gleich viel glücklicher. Das Einzige, was gebracht hat, ist, dass ich noch für kurze Zeit einmal den Spacer wechseln muss wieder zum Plasma. Und das war's. Achso, na denn? Langsamer. Ja. Das Aufholen. Das ist die beste Anti-Speedrun-Taktik in einem Multiworld. Ja. Hier ist doch die beste Anti-Speedrun-Taktik ist doch, wenn der andere nicht kommt, oder? Was? Also Multiworld recht einseitig. Oh. Findet Dragon seinen Charge Beam. Das ist eine interessante Vorhersage. Also es geht hier in dem Fall nicht, ob ich ihn generell finde, sondern ob ich ihn finde oder jemand anders. Ja oder nein, Umfrage im Randomizer. Am besten mit Gravity oder sowas. Ach, Gravity wird überbewertet. Hattest du dich extra eingestellt für Dragon, dass er diesmal hier Midaria ohne Gravity machen muss? Ja, Suitless Dragon Cheat. Ja, so eine Einstellung finde ich schon ganz cool. Also grundsätzlich, so langsam sind die eigentlich mal im Zugzwang, hier ein paar neue Einstellungen zu bringen, finde ich. Das ist... Ich meine, auch mit dem Crossover haben sie ja ein bisschen was nachgebessert. Also einfach ein Key Sanity für Multiworld machen oder so wäre ja schon mal ein Anfang. Mir ist gerade aufgefallen, ich kann Midaria gar nicht abschließen. Warum? Was fehlt dir noch? Kein Grapple? Plasma Beam? Plasma oder hast du Screw? Hast du Speed Booster? Ja, hast du, dann kannst du es auch machen. Ist zwar eklig, aber. Ja, das geht. Mach ich mir dann doch nicht an. ich hol Dragons Path Beam da nicht raus. Für die pinken Power Ranger Piraten. Oh, ja, richtig.
Richtig. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir das mal mit Speed Booster gegönnt, aber das macht wirklich nicht so viel Spaß. Nee, glaube ich nicht. Ja, das sind so die Dinge, die wirklich kein... Also ich kann mir alle noch relativ gut vorstellen, aber es ist wahrscheinlich nachher das Problem, ist der eine, der da an der Wand rumgammelt. Naja, das Problem ist tatsächlich einfach nur einen Speedbooster aufzuladen. Wenn du den einmal aufgeladen hast, kannst du eigentlich durch den ganzen Raum, vor allem mit Space Jump, relativ easy durch. Und die gezielt wirklich klatschen. Ich meine, es hat auch was Schönes, hat so eine kleine Verfolgungsjagd mit Shinespark irgendwie, das machst du halt sonst nie. Ja, den obersten, den solltest man sehen, dass man ihn gleich zum Start wegkriegt. Aber ganz nach oben mit dem Charge ist schon echt eklig. Ja, es geht schon, denke ich. Man kann bessere Sachen mit seinem Nachmittag anfangen, glaube ich. Ist das für dich ein Nachmittag gerade? Ich hoffe nicht. Wer weiß, vielleicht so kurzzeitig mal nach Amerika rüber. Ja. Kommt alles auf den Schlafrhythmus an, würde ich sagen. Das sowieso. Das ist bei mir sowieso so verdreht. Ja, ich glaube, das ist aber mit Kindern normal. Ne? Ja, ich mache abends dann immer so lange, dann bin ich dann zu überdreht, dann traue ich mich nicht mehr zu schlafen. Dann haben meine Kinder dann zu spät rechtzeitig zur Schule kommen. Dann mache ich dann erstmal durch und wenn meine Kinder dann um 8 Uhr in der Schule sind, dann lege ich mich erstmal schlafen. Kann man machen. Also doch so verdreht. Ja, ich verstehe. Moment, ist das richtig? Ja. Nee, das kann ich gar nicht machen. Wenn ich... Ach, du schaffst das. Na, ich will zu Ridley. Ja, dann mach doch. Ja, ich hab kein High Jump. Oh, ja. Das ist eklig, ja. Ich hab bloß Barrier und Space Jump, das funktioniert nicht, ne? Das geht schon. Aber es ist super eklig. Ja. Du musst halt an den Stacheln Wall jumpen. Ja, das ist eklig. Und da die, Stacheln keine... oder eine kleinere Unverwundbarkeitszeit haben als Gegner, musst du dich vorher von einer Kugel von einem Wurm treffen lassen, damit du unverwundbar bist für längere Zeit und dann kannst du an den Stacheln Wall jumpen. Komm. Let's go. Einmal. Warum nicht? Klingt doch toll. Na, du musst die Kugel von rechts nach links durchziehen, weil du ansonsten keine Kugel von denen mitnehmen kannst. Ah, okay. Ja. Okay, für das Plasma-Beam-Item werde ich nicht nach Materia zurückkommen. Tja, das ist... Das ist gut, wenn das mein... Hast du es gecheckt? Nee, ja. Aber ich habe beide Sandpferde schon mal gecheckt und will nicht. Okay, ich meine, es wäre kein Problem, wenn da eine Missile liegt, aber wenn da jetzt halt mein Gravity liegt oder sowas, dann wäre es nicht ganz so cool. Also, ja, ich verstehe dein Problem, aber ich habe da Befürchtungen, dass... ja, lache ich. Ja, okay, das sieht echt eklig hier aus. Ja, okay. Ich wollte gerade auch den Tower überspringen und das ist mir eingefallen, ich musste noch das X-Ray-Item holen. Ach, das holst du dir? Ja, da komme ich auch vorbei. Das kann ich mir ja auch holen. Meine Taktik war bisher, möglichst viel 100% mitnehmen, was geht, damit man keine Wege doppelt gehen muss. Das ist bis jetzt auch ganz gut aufgegangen. Ja. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe bisher auch nur ein Item ausgelassen, also zu checken. Und das ist halt besagter Plasma-Beam-Spot. Bei mir macht jetzt Crocomire einen Strich durch die Rechnung. Wieso? Weil du nicht machen willst. ich müsste ihn jetzt machen. Also meiner ist schon lange tot, also von daher, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, du bist ja auch ein grausamer Mensch. So ein liebenswürdiger Mensch. Ohne Wimpern zucken, aber Crocomire zu töten. Ja, ich bin ganz lieb. Ich will, dass er jämmerlich in der Säure hier zerlegt, ne, und nicht bei der Explosion umkommt.
Ja, das ist viel, viel unangenehmer, wenn aber der Planet sofort explodiert. No. Als wenn er langsam grausam in der Sache stirbt. So, Dragon, du wolltest nicht anders, dann bist du halt gelasert. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, kann die Explosion zerreißt sie bestimmt dann noch nicht mal. Dann müsste er jämmerlich erstecken oder noch schlimmer. Er würde das überleben, dann düselt er dann die ganze Zeit einsam durchs All. Das wäre richtig eklig. Das stelle ich mir noch schlimmer vor. Ich kann es mir gar nicht mehr schwer vorstellen, dass er eine planetare Explosion einfach so überlebt. Meinst du, dann geht er aber bloß einen Schritt zurück in seine Höhle, wenn der Planet explodiert? Oh, okay. Ja, musst du dir mal vorstellen, ich würde dein ganzes Leben lang da einsam durchs Weltall schlendern, ey. Das ist Robbies. Ja, das klingt schon uncool. Übrigens, gesehen habe, als kleiner Fun-Fact theoretisch. Crocomire greift dich nicht an, bevor du ihn angreifst. Das zeigt auch nochmal, wie die Crocomire ist. Krass. Das ist, wenn du ihn nicht angreifst, brüllt er zwar, aber er macht... Ja, er bewegt sich nicht nach vorne, immer. Dann so, geh weg! Wenn du weggehst, mach ich dir nichts. Geh weg! Ja, geh weg! Aber Crocomire, jemand hat die Tür zugesperrt. Ich kann nichts tun. Ich hoffe nicht in den Stacheln. Das ist okay. Aber ganz ehrlich, wenn du bei Spawnspawn dich einfach nur links in die Ecke rollst, dann macht der dir auch nichts. Ne, aber versucht dich aktiv anzugreifen. Nee, der bewegt sich immer gleich. Wenn er aktiv dich angreifen wollen würde, dann würde er ja auch in die Ecken kommen, weil er kommt da ja theoretisch hin. Na, vielleicht hat er Probleme mit Ecken. Vielleicht mag er Ecken nicht? Wer weiß? Er ist rund, also mag er keine Ecken, aber... Was ist das denn? Okay, das ist... Weird. Kann er deine... Crocomire kann deine Unverwundbarkeit umgehen. Hast wenn du dich mal gegrappelt? Nee, wenn du mit Springball auf seine Nase hüpfst, während er seine Nase offen hat, dann macht er dir ultra schnell Schaden. Ja. Oh. Das ist sehr das Schlimmste ist immer, ist wirklich immer Crocomire einfach mit dem Grapple Beam angreifen. Ja, das ist komplett. Das machen wir nicht. Wir bereiten hier mal ein schnelles Ende. Ein schnelles und mit allen Gliedmaßen an seinem Fleckende. Ja, genau. Es ist so viel zum Zerreißen, ne? Das wollen wir definitiv nicht tun. Guten Abend, Bobitanio. Willkommen zu Steam. Hey, ja. Kannst du mal ins Maul springen mit dem Morphball? Das habe ich vorhin probiert, da ist eine unsichtbare Wand davor. Kannst nicht in sein Maul springen tatsächlich. Das wird tatsächlich ziemlich knapp hier. So, ich mache jetzt Rinsa komplett fertig. Puh. No, was? Du lebst noch! Gut, dass ich Reserve Tanks hätte, ansonsten wäre ich gerade an Gokkemeier draufgegangen. Das ist, glaube ich, die Überstrafe. Gut, ich habe mir aber auch 4 E-Tank Schaden gemacht, weil ich auf seine Nase getanzt bin. Speed Booster, yes. Ja, man muss aber sagen, ich habe mich gerade bei ihm auch, ich bin auch knapp davor bei ihm sterben. Ich hatte irgendwie nur noch 13 hier normale Missiles über. Luzi, hey, wie würde dich freuen? Noch freut mich gar nichts. Nicht? Habt ihr in letzter Zeit mal Items von mir bekommen? Moment! Nee. Ich glaube schon eine Weile nicht mehr. Hä? Moment. Oder ist Air Knight nicht connected? Also, ich habe mal nachgeguckt, bei mir steht immer noch Game Detected. Ja, Dito? Ich habe es gerade im E-Tab geschickt, Air Knight. Was hättest du denn mir geschickt, Air Knight? Speed Booster. Hä? Das habe ich schon. Da bist du gestorben danach. Space Jump, Entschuldigung. Oh. Aber ich krieg keinen Energietank. Was ist denn jetzt? Dann liegt's an dir. Dann mach ich mal New Connect. Klingt sinnvoll. Oh, Space E-Tank Jump. Von Air Knight. Ohne Missile von Air Knight. Ohne Supermissile von Air Knight. Wieso zum Geier hab ich nur Space Jump bekommen und sonst überhaupt nichts? Ja, ich hab bloß Kleinkram bekommen. Das aber wirklich ist das jetzt passiert zur Hölle? Tja. Kann ab und zu mal, wenn kurz vielleicht mal der Internet irgendwie, keine Ahnung,
kurz rumgespackt hat oder sowas. Ich weiß es nicht. Das Gute ist, dass es ja immer dann auffällt, wenn man ein großes Item mein eingesammelt Internet, hat. Mein Internet hat nicht, nicht gespackt. Okay. Weil ich stream ja über OBS und da kannst du das sehen. Hm. Lua-Skript, Kacke. Ja, vielleicht irgendwie sowas. Ice so. Beam for Evernight. Also irgendjemand von euch Geiern bunkert noch meinen Varia. Ich würde euch bitten, damit möglichst schnell rauszuhauen, weil ich jetzt nach Norfair muss. Ja, mach doch ein paar Heatruns, du hast genug Energie. Ja, im Grunde ja. Oh. Die Frage ist, ob ich... Ich hab hier was anderes, soll ich es liegen lassen? Wenn es ein Varia ist, nein. Das ist kein Varia. Da, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was mir noch fehlt. X-Ray... Sonst ich bin mir nix. Ziemlich sicher, dass das, was ich hier habe, Dragonfield. Okay. Das kann durchaus sein. Mir fehlen einige Dinge. Plasma wahrscheinlich. Nee. Das da. Vielen ihm. Ey, Gravity! Yes! Nice! Sehr schön. Okay, das ist super angenehm. Er ist doch da. Er ist doch im Spiel programmiert. Nice. Pixel Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Hallöchen, guten Abend. Das Miese ist, den hättest du schon viel früher kriegen können von mir. Danke. wenn ich diesen Skip könnte, weil ich der ist an dieser Mayfair-Stelle da in Brinster. Da war bei mir auch was krasses. Weiß aber nicht mehr was. Ach so, da, jetzt, verstehe ich. Ja, ja, okay. Skip kann ja. Ich halt nicht. Ja, gute G, passt ja. Aber guten Abend, willkommen, vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Super, super lieb von dir. Was habt ihr Schönes gemacht? Wart ihr auch in Metroid unterwegs, wenn ich schon Metroid-Emotes sehe? Sind das deine Emotes? Da sind deine Emotes, sehr, sehr cool. Jawohl. Dieses Happy Metroid ist aber so süß. Das ist auch bloß so happy, wenn sich gerade jemand am Kopf hängt. Was habt ihr Schönes gemacht? Wie gesagt, willkommen zum Stream, guten Abend. Ja, dann hau am besten gleich mit dir mal den Multi-Twitch-Link rein. Sie auch alles ja, sehen. Der ist auf jeden Fall ständig parat, einfach Ausrufezeichen Multi. Dann könnt ihr auch den anderen beiden zuschauen. Die nehmen hier gerade eben, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, zu dritt unterwegs. Ja. Probieren hier gerade eben durch Super Metroid durchzuwuseln. Was eigentlich ganz gut funktioniert im Moment. Und Resident Evil 8, das wollte ich mir auch immer mal anschauen. Generell Resident 8 Village, das ist Village, ne? Ja, genau. Ja, das wollte ich mir. War ich kurz davor, mir das heute zu holen. Oh, nice. Es gibt schon 8 Teile. Das ist noch Play 1 also, oder wie? Das Absurdere ist ja, dass es von der Hauptreihe 10 Spiele gibt. Okay. Nur manche sind nicht durchnummeriert oder Remakes oder. Zur Hauptreihe zählt Zero. Also 0. Ja, und minus 1. Nee, und das ist ja eine Code Veronica. Oh. Ja, aber es ist super seltsam, wenn du halt 2 nicht nummerierte Teile in der Hauptreihe hast, die dann... Der eine ist ja, der ist ja nummeriert, ne? Der ist einfach nur die 0. Ja. Wie man sieht. Wie gesagt, guten Abend an euch. Aber langsam übertreiben sie das hier mit meinen Super Missiles. Ich hab 95. Achso, ich hab erst 90. Ja, siehst du? Mein erst, ne? Charge me for Dragon. Yay! Oh mein Gott, yes! Da ist er! Oh, das heißt, aber ich glaube, es hat eh nur einer abgestimmt, ne? Plasma für mich! Wow, ich hab jetzt Charge Power Beam. Was war denn die Alternative bei Abstimmung? Ob das du nicht kriegst oder? Achso, ja, es geht darum, ob ich ihn finde oder ob jemand anders ihn findet. Ah, okay. Oh, Phantom tut mir so leid, ne? Wie funktioniert eigentlich der Multiworld Rando? Was genau willst du? Willst du von der technischen oder von der Spiel, von der Gameplay-Weise sehen? Also so gesehen, wir drei spielen Super Metroid und können jeweils auch Items für andere Leute finden. Wenn du es von der technischen Seite sehen willst, dann stellst du theoretisch mit einem Lua-Skript stellst du eine Internetverbindung über eine Webseite her, wo sich alle drei dann anmelden und dann theoretisch das gemeinsam spielen. Da ist noch jemand im Kombo gefühlt. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich gerade meinen Varia Norfair gefunden. Das ist natürlich auch schon krass. Aber halt im High-Jump-Bereich. Deswegen, ja, völlig okay, legitim, ja. Aber geht man halt nicht von aus. Ja, das ist super selten. Oh, X-Ray für jemand. So zieht, stimmt. Yes, damit bin ich voll. Aber ich bin nicht voll ausgestattet. Das ist, glaube ich, das Einzige. Nee, Wavebeam fehlt noch.
Aber nach Wave bin ich durch. Mir fehlen noch alle Beams. Ich frag mich, was mir noch fehlt. Mir fehlt noch, Springboard, Drew Attack und Spacer. Okay. Das sind die alle großen Items. Nicht so bekloppt nummeriert wie Kingdom Hearts. Ja gut, Kingdom Hearts, selbst Kingdom Hearts Fans verstehen ja nicht, wie Kingdom Hearts nummeriert ist. Du spielst es einfach auch gut Glück und versuchst die Story zusammen zu puzzeln. Da kann man auch versuchen, bei den Marvel-Filmen eine Timeline zu erstellen. Ja gut, aber die gibt's wenigstens. Nein. Die funktioniert nicht. Also ich könnte schwören, ein Kumpel von mir hat mal letztens probiert, die wirklich chronologisch zu gucken. Also chronologisch im Sinne von Timeline. Du kannst sie nicht chronologisch gucken, das geht nicht. Aber es gibt auch eine empfohlene Reihenfolge irgendwie. Es gibt eine empfohlene Reihenfolge, ja, die gibt es, aber du kannst sie nicht chronologisch gucken, weil die Chronologien innerhalb der Filme nicht stimmt. Cool. Was natürlich bei einem Multiversum echt praktisch ist, ne? Ja gut, okay, aber es geht ja in der Haupttimeline manchmal im Multiversum. Ja, aber du bist halt nur in diesem einen Universum zuerst und selbst da passt die Zeit nicht. Also. Ja, gut. Das kann schon sein, so über, was sind es jetzt, 30 Filme? Dass es da jeder Punkt passt. Sie wollten halt die Timeline schon aufgeben, bevor sie das Multiverse einführen, damit man schon mal so einen kleinen Teaser hat, damit sich die Leute denken, warum funktioniert das denn alles nicht? Ja. Ach, Multiverse, bam! Ah, ja, okay. Das ist vorher schon... Das wurde schon relativ ungeteasert, oder? Oh, Icebeam, jetzt aber! Ja, in meinem Norfair liegen alle deine Sachen drin. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist toll. Ich habe halt gefühlt in Meridia auch nichts für euch gehabt. Also ich glaube, mein Norfair hat einfach alles. Seid ihr große Kinogänger? Ja. Ich so überhaupt nicht. Den neuen Matrix. Oh. Den habe ich noch nicht geguckt. Da habe ich nur gelesen, dass die Kritiken verdammt schlecht sind. Oh, okay. Na gut, das kannst du eh nie wissen. Ich fand ihn toll. Also der hat halt, der soll halt versucht haben, vor allem, na wie heißt das hier, nicht das AAA-Kino zu bedienen irgendwie. Das ist, ich weiß nicht mal, wie man das machen würde, als so ein Franchise. Zu sagen, nein, wir machen jetzt nicht AAA-Kino. Also es war kein Trash-Film. Es sah jetzt nicht aus, als hätte es jemand mit Handycam in so ist es nicht gemeint, schultechnisch, also Heldenreise etc. Also die klassischen die klassischen Sachen, die sie eigentlich machen mit allem anderen in AAA-Filmen. Also zum Beispiel jeder Marvel-Film läuft ja genau gleich ab. Ja, schon. Superheldenfilm, ja. Ne, ich meine, am deutlichsten war das ja bei Doctor Strange und Iron Man, die einfach mal komplett die gleiche Story haben gefühlt. Ja. Was es die Filme ja nicht schlecht macht. Ja, ich meine, wenn du es so grob siehst, dann theoretisch schon. Aber dann kannst du halt wirklich sagen, dann hat jeder Superheldenfilm. Also es gibt immer ein Problem, das die Person zum Superhelden macht und dann stellt sie sich einem Problem. Ja, pass auf, ich beschreibe dir mal jetzt einen Film. Arroganter Millionär hat einen schweren Unfall und wird zum Superheld. Welcher Film ist es? Ja, das ist Doctor Strange. Ja, das ist aber Iron Man. Iron Man hat keinen Unfall. Doch, hat er. Nee, das war mehr deswegen geplant. Ja gut, aber du kannst es halt, wenn du das ein Kind so beschreibst, du kannst es nicht erraten, also du kommst nicht raus. Wavebeam. Ja, ja. Ja, deswegen meine ich, wie gesagt, wenn du es ganz grob beschreibst, weil das wäre auch Spider-Man. Hatte einen Unfall, Spinne gebissen, ist jetzt Superheld. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du es ja, so grob auch beschreibst. Das ist ja, aber da fehlt der arrogante Millionär. Ja, gut. Kein Millionär, das ist korrekt. Aber ja,
Es ist, wie gesagt, aber Iron Man und Doctor Strange, die gleichen sich schon sehr. Sind überraschenderweise, finde ich, mit die besten Filme, die es gibt in dem. Fantastische Filme, ja. Aber von der Grundstory her, ja, aber was. Ja, die sind sich sehr ähnlich. Aber die beiden sind sich halt auch so her sehr ähnlich eigentlich, ne? Definitiv, aber von ihrer Art, ne? Von ihrer deswegen mögen die sich, glaube ich, auch nicht. Aber das ist doch eigentlich grundsätzlich ein Problem, wenn du Superhelden-Franchises irgendwie groß voneinander separieren möchtest. Du hast halt eigentlich nur limitierte Möglichkeiten, ne? Entweder du hast einen früheren, sag ich mal, Held der Gesellschaft, der zum Helden wird, oder du hast einen kompletten Antipaten, der zum Held wird, oder du hast halt irgendeinen, ja, komplett unauffälligen Typen, der zum Held wird. Ja, aber wenn du jetzt wirklich mal den Charakter von den Marvel-Helden anguckst, die sind eigentlich alle identisch. Also die sind alle so hochgradig sarkastisch, dass die hauen eine K-Frame nach der anderen Raum, aber charakterlich unterscheiden die sich nicht. Das sind alles eigentlich eher Einzelgänger. Ja, wo unterscheiden sie sich? Also das ist... Ja, ich meine so das typische Superhelden-Ding, ja, du hast einen, der einfach komplett gut ist und ja, das ist halt langweilig abzufilmen, ne? Das brauchst halt schon irgendwie Ecken und Kanten bei deinem Superhelden. Und das ist halt auch wieder die Sache, sie unterscheiden sich schon von den Nuancen, aber klar, grundlegend, ja, sie sind halt alle Helden. Ich meine, sie haben das mit Iron Man und mit Captain America ja so geil gelöst nachher, mit der Entwicklung. Man hat ja diesen ultra guten Menschen, Captain America, ne, der eigentlich nur sich für andere aufopfern will und kein Stück egoistisch ist. Und wie endet seine Geschichte? In einem Ego-Trip. Richtig. Ja, und wie ist Iron Mans Geschichte? Ne, der ist eigentlich der totale Egoist, ne, der Philanthrop hoch 10. Ne, und wie endet seine Geschichte? Er opfert sich für die Menschheit. Ja, schon wahr. Ich meine, bei Captain America kann man es jetzt so oder so sehen, aber ja, ist schon richtig. Ja, er hat's gemacht, er sagt's ja sogar, aber er sagt ja sogar, dass er das macht, weil Tony ihm das geraten hat. Ja. Und ich meine, Captain America, der hat genug gekämpft. Also, das ist halt eben die Sache. Das ist Ego-Trip, ja. Er hätte jetzt natürlich noch weitere 100 Jahre theoretisch der Erde dienen können, aber einmal theoretisch sein Ding machen. Naja, war halt irgendwann auch mal. 80 Jahre gefühlt, oder wie viel war das? Ja. Das, deswegen. Theoretisch schon, ja, aber. Ist immer schwierig zu sagen. Aber ja, mit Matrix bin ich da immer noch. Dass es nicht AAA bedient, also theoretisch das. Ja, das ist ja halt nicht diese AAA-Mechanik. Es gibt ja mittlerweile die AAA-Formel in Hollywood. Dass Filme so und so aufgebaut werden. Und der Matrix-Film, der soll halt explizit dieser Formel nicht folgen. Okay. Das mag sein. Ich müsste die Formel sehen. Vielleicht bin ich da sehr ignorant, aber... Die Formel ist, steck viel Geld rein. Das ach haben sie, so. Glaube ich, ne? Das hätte ich so jetzt auch behauptet. Riddick, der typische Anti-Held. Ja, das ist... Ich meine, Deadpool, ne? Deadpool, Riddick. Das ist in der Richtung. Gilt Riddick als Held? Ich weiß nicht. Anti-Held? Nee, ich meine nicht mal als Anti-Held, also... Was tut der Gutes, bitte? Oh, er löscht schon immer wieder Planeten. Ja, aber nur wegen seinem eigenen Vorteil. Also nicht, weil er irgendwie was helfen will, sondern... Das ist meistens so Anti-Helden-Ding, ne? Ja, Anti-Held ist für mich einer, der schon beabsichtigt, dass er den anderen hilft mit der Aktion, die er tut. Anti-Helden sind meistens ziemlich auf sich fokussiert. Also jetzt zum Beispiel auch Deadpool. Ja, ja, Deadpool. Aber Deadpool will mit seiner Aktion ja trotzdem jemand anderen retten. Weißt du? Wenn er seine Freundin rettet, er macht das wegen sich, aber er will seine Freundin retten. Das ist bei Riddick halt nicht der Fall. Er opfert die dann einfach weg, das ist dem scheißegal. Aber am Ende vom ersten Teil hat er schon, also das ist nicht... Die Captain-Tante hat er einfach verrecken lassen, mit Absicht. Diverse Weisen, aber... Und wenn die nicht genau in dem Moment mit dem, da beim Schiff aufgetaucht wäre, dann hätte er die da gelassen.
Ja, der ist nicht, er ist nicht so, dass er extra zurückrennt für Leute, aber... Ja, also er ist für mich ist der absolut Schurke, er ist kein Anti-Held einfach. Das sind aber so Nuancen, über die man streiten kann. Ja, das ist, ich denke, dass die beiden Punkte sind halt auch nicht hundertprozentig definiert. Ja. Deswegen, du kannst alles immer in eine unterschiedliche Richtung packen. Ja, für mich war halt Riddick immer so, Riddick halt klar die Schurken-Story. Ja. Na, es geht so wie hier Scarface zum Beispiel, ne? Das ist kein Anti-Held. Ich gucke da einfach mal im Schurken durch. Das macht auch Spaß. Richtig. Ich denke, wenn er pur böse wäre, also pur böse ist er halt eben nicht. Weil er ganz andere Dinge tun könnte, wenn er das wollte. Ja, aber er ist für mich halt auch kein Anti-Held. Er ist schwer zu kapitalisieren, würde ich sagen. Zu kapitalisieren. Kapitalisieren. Ja, das muss man sagen, es sind ja teilweise echt Flops, die Filme, ne? Kapitalistenfilme? Nee, hier die Riddick-Filme. Nee, ich finde die klasse. Ja, aber die sind finanziell ist fast alles Flops gewesen. Achso, das kann sein, aber. Ja, die finanziert den Diesel ja einfach immer nur selber, deswegen. Ja. Hättest du nicht wahr? Geld, das kann man sauber machen, ja. Das ist so krass, er finanziert die wirklich selber. Finde ich stark. Dass er da einfach auf die Rolle steht. Ja. Er ist ein Arsch und ich mag Riddick. Ja, ich glaube, das ist die beste Bezeichnung für Riddick. Er ist einfach ein Arsch. Ja. So, auch dir gefallen, dass ich euch jetzt völlig aus dem Thema reiße, aber ich möchte mich auf jeden Fall nochmal sehr herzlich bedanken für die 2 Bits und für das Geschenksub von Black Smiley an Bufor. Vielen, vielen Dank. Nice. Und hier nochmal dein Croc-Sound. Ja. Und natürlich auch für Bufor. Natürlich. Das muss jetzt natürlich auch von mir kommen, ne? Es kann keinen Sozi-Croc-Sound für meinen geben, deswegen Croc-Sound für Bufor. Nice. Sehr schön. Ja, tut mir leid, ich wollte euch nicht rausbringen. Ich habe auch eben... What? Yo, mein Springboard hat nicht funktioniert. Ich glaube, wenn man auf fahrenden Plattformen ist, kann er manchmal spacken. Wenn du so Cargo-Glitch hast oder sowas. Ich spam zu früh! Und jetzt nicht mehr. Naja, aber wie gesagt, ich wollte euch nicht rausreichen aus dem Thema. Das ist mir schon vorher aufgefallen gerade, aber ich wollte nicht früher eingreifen. Es ist immer wieder schön, wenn mein bester Freund bei dir Subs raushaut. Ah ja, sehr schön. Hallo Blackie. Ja, das ist schon cool. Kann man mal machen, ne? Ja. So, sehr gut. Wie sieht es eigentlich bei euch aus, von Boss technisch? Mir fehlt nur noch... Ich muss noch Ridley. Mir fehlt noch Crate. Nice. Ja, ich habe jetzt auch gerade Dragon erledigt und bin so auf dem Weg zu Ridley. Sehr gut. Wir brauchen keine Items mehr, ne? Die brauchen wir doch schon ein bisschen länger nicht mehr, oder? Also, ja, alle von uns Go-Mode, ich gehe davon aus. Ich bin im Go-Mode auf jeden Fall. Ich habe zwar kein Wave-Beam, aber das ist egal. Sehr gut. Weil ich halt wieder 100% gesammelt habe, weil ich wieder in dem Modus war, oh ja, ich sammle alles. Ja. Deswegen bloß mal so die Frage, muss ich noch Sachen sammeln oder ist das ich eigentlich... Ich sag nur, Gott sei Dank habe ich mich nicht von Dragon beschwatzen lassen. Also meine Motivation war gerade 100% minus Crocomire. Ja, du hattest den Luxus, ihn leben. Hatte ich auch den Luxus, ihn leben zu lassen? Ich glaube, du hattest Speed Booster. Wenn ich ihn leben gelassen hätte, dann hätte Sozi kein hier Plasma. Sozi braucht kein Plasma. Nö, brauche ich nicht. Einstimmig. Einstimmig überstimmt. Das Einzige, was ich noch haben könnte, was cool wäre Screwtech. Ja, Screwtech kann man mitnehmen. Aber mit den 115 Supermissiles bin ich auch ausgerüstet ohne Ende. Ja. Wie viele Supermissiles du hast? Nee, keine Ahnung, ich schätze auf 115. Ja, okay. Also ich glaube, ich habe erst die Streifentapete bekommen gerade. Jo. Dann bist du... Ich weiß nicht, ob ich 105 habe oder wahrscheinlich.
Ich hab's auch schon ein bisschen. Ich meine, sie haben ja die Maximalzahl reingepatcht. Die ist ja nun mal auch nicht da. Warum haben sie denn den Fehler nicht behoben? Weil er cool ist. Ich mache einen Streifenmeter. Ja, aber man fragt sich trotzdem, warum haben sie uns da nicht gleich mit behoben? Ja, aber was meinst du mit Maximalzahl gepatcht? Ja, naja, ist doch oben siehst, wie viele Maximal-Items du hast. Ach so, das ja. Das ist doch normal nicht. Ja, ich meine, die haben wahrscheinlich dieselbe Zahl genommen. Also wahrscheinlich war es nicht anders möglich, es darzustellen. Es hätte wahrscheinlich, also hier haben sie ja einfach bloß wahrscheinlich irgendeinen. Hey. Und auf Kommando nochmal Super Mrs. von Dragon. Wahrscheinlich haben sie da irgendwo einfach einen Wert genommen, der jetzt angezeigt wird, der spielintern natürlich eh immer theoretisch angezeigt war. Also stört keinen, wenn ich jetzt direkt zu Riddler gehe und nicht mehr was einsammle, ja? Nö, mich nicht. Ich würde es jetzt genauso machen. Also ich bin gerade noch durch einen Sandfall durch, aber ansonsten würde ich das genauso sehen. aber es ist wahrscheinlich sehr viel schwieriger, diesen Bug theoretisch, dass über 100 Supermissiles falsch angezeigt werden, rauszunehmen, weil das tatsächlich Coding-Arbeit machen würde. Ja, ich denke mal, die haben einfach das kopiert von unten, das die Zahlenanzeige. Ja, und die buggt ja genau. Oder wie gesagt, es muss ja das Spiel intern also muss technisch, ja einen Wert haben. Technisch gesehen nicht. Das ist ja nur ein reiner Anzeigefehler. Und programmiertechnisch hätten sie es einfach nur von woanders kopieren müssen. Du meinst von den Missile-Counter? Ja. Aber es ist wahrscheinlich schwierig, den Counter anders zu binden. Nein. Ja, aber wäre dann zu breit. Es sähe halt furchtbar aus, wenn du drei Zahlen hättest. Weil das würde ja dann theoretisch die Lücke zwischen Supermissile und Powerbomben dicht machen. Weißt du? Vielleicht war die Überlegung da und dann haben sie gesagt, nee, wollen wir. Scheiße aus. Ja. Und sie haben es gemacht und es sah einfach scheiße aus. Möglich, ja. Weil entweder würdest du die Zahl sehr viel kleiner machen, dass drei Zahlen reinpassen, wo zwei Zahlen sind, was scheiße aussehen würde. Oder du würdest halt eins überlappen lassen, was dann auch furchtbar aussehen würde. Gefühlt sind wir das mal brutal schnell durch, oder? Metroid halt, ne? Ja, und kein Tournament. Achso. Letztes Mal haben wir trotzdem so lange gebraucht, irgendwie. Kann mich gar nicht mehr erinnern, was da. Oder meinst du unseren letzten Multiworld? Ich meine, oder? Ja, den letzten Dreier. Da hatten wir doch das Problem, dass wir irgendwie festgehangen haben. Dass wir was angegangen haben? Ja, da haben wir noch eine Zeit lang gehangen oder so. Da kamen wir noch nicht weiter. Echt? Oh, ja. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Zu viele Randomizer. Ja, gab's da irgendeinen blöden Skip, den jemand machen musste? Vielleicht deswegen. Oh, interessant. Wenn man mit der Streifentapete zu Crate geht, dann ist da ein schwarzer Fleck anstelle. Habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Crate, Zerstörer der Streifentapeten. Ja, man ist normalerweise auch nicht mit über 100 Supermissiles bei Crate. Kann man? Nee. Man kann Crate nicht X-Ray, nicht lasern, das ist... Oh ja, weil er den Schuss direkt wegnimmt. Ja. So krass wie Ridley. Oh mein Gott, wie sieht meine Streifentapete jetzt aus? Hat sich in eine aufgehende Sonne verwandelt. Was ist hier los? Oh, das klingt sehr interessant. ohne Screwtank ist ja richtig eklig. Wow, krasse aufgehende Sonne. Schön, dass du den Ultra-Bug gefunden hast. Es hat auch ein bisschen was, wenn man das erweitern würde nach rechts und unten, dann sieht es ein bisschen aus wie Enton, finde ich. Finde ich gut. Enton. Das ist das Lieblings-Pokémon von einer ganzen Krankheitsgruppe. Ganze Krankheitsgruppe? Okay. Ja, von allen Migränepatienten. Ja. Ich weiß nicht, ob du. Ist das denn so dein Spirit Animal oder wie? Ich weiß nicht, ob. Wenn ich jetzt einen gebrochenen Fuß hätte, dann würde ich doch auch nicht nach einem Pokémon suchen, was einen gebrochenen Fuß hätte, oder? Ja, aber Enton ist ja auch noch cool, also von daher.
Das ist Anton in erster Linie Derpy und deswegen lieben sie Leute. Also bei Derp, da muss ich immer an diesen komischen, an dieses komische Geld denken. Jetzt reden wir wieder von Anton. Nee, das ist. Das liegt irgendwie so faul auf dem Boden einfach immer nur rum. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt. Kamaup? Ich guck mal kurz nach. Das kann man auch wir haben aber kurz einen Augenblick Zeit. Das ist Kamel? Flegmon? Nee. Devil Smile, vielen lieben Dank für den Follow. Sehr freundlich von dir. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja. Sie haben nicht gelb, ja, ist richtig. Lamus sind alle nicht gelb. Das ist, wenn es um gelb geht, dann passt das alles nicht. Oh, Bilderdex. Wenn es um gelb geht, Anton. Da ist er. Oh, jetzt bin ich gespannt. Dummiesel heißt das Vieh. Ach, Dummiesel, ja, richtig. Ja, Dummiesel, das Ding gucke ich immer nur an und denke einfach immer nur derp. Ich meine, ja. Und denke immer nur, hey, wie im Spiegel. Oh, was? Was? Nein. Faules Pikachu, was zu fett ist, ne? Fast. Ich meine, das ist dumm im Namen, ja? Das ist, die Entwickler wussten, was sie tun. Es war ja ihnen bewusst. Als ich noch Pokémon Go gespielt habe, da hatte ich immer einen Hut auf und da habe ich eigentlich gelacht, so mit Hut. Da wollten sie mir dann, da hatten sie dann aufs Gag gesagt, sie kaufen mir so eine Signalweste, damit ich einen shiny Relaxo mit Hut bin, aber. Nett? Und viel. Im Übrigen, hallo Devil Smile, schön, dass du dabei bist. Auch wenn es ein bisschen später geworden ist, aber. Du bist rechtzeitig zu Mother Brain gekommen. Seid ihr bereit? Also, du bist bei Mother Brain? Sicher. Ja. Ich hänge noch an der Ecke. Das ist, Erstmal bin ich beim Schiff. Ich will meine Streifentapete voll machen. Mach sie voll! Ja! An der geilsten Stelle den Energietank gefunden. Yes. Oh, die ist unten ja sogar grün. Ja, letztes Item vor Ridley ist der Energietank. Oh, nice. Oh, yes. Okay, der hat sich sehr lange Zeit lassen mit explodieren. Ich dachte kurzzeitig, er greift mich, aber passiert nicht. Zeigt mich so ein bisschen durch die Gegend. Ich habe auf Go ganz viele Glaziolas. Das hätte ich nie von dir erwartet. Surprise! Ich habe 100 Shiny, aber was soll's. Ich kenne nur Lamas mit Hüten. Ich weiß nicht, ob er das kennen muss. Lamas haben Kronen. Nur eins. Das ist Königreich, ne? Oh, was quäle ich mich hier heute mit diesen mistigen Piraten ab? Was ist das denn? Du hast kein einziges Shiny Glaziol auf Go. Oh. Sind die da so schwer zu bekommen, oder wie? Geht so. Also das Ganze... Man konnte ein garantiertes 100er Shiny bekommen, also. Boah, gut, okay. Und dafür musste man wahrscheinlich an einem spezifischen Zeitpunkt, an einem spezifischen Ort sein. Ah, so. Lamas mit Hut ist schon irgendwie cool. Ich weiß, worum es geht. Ich glaube, ich habe sogar mal ein bisschen was davon gesehen, aber war nie so intensiv. Ne, eigentlich nicht. Ich habe nur wahnsinniges Pech, wenn es um Shiny Evolis geht. Ah. Das ist doof. Das ist sehr fies. Ja, gehört halt auch dazu, ne? Hat man 12 Minuten komplett gesehen. Ja, gut, okay. Wird gerade ein bisschen schwierig. Ja, keine Ahnung. Ich finde, gibt es eigentlich ein dämlicheres Spielprinzip als Pokémon Go? Ich tippe mit dem Finger aufs Display. da kannst du jetzt natürlich das
Grundprinzip von Gaming theoretisch hinterfragen. Das ist, ist ja, aber so viel interessanter. Ich schiebe den Balken hoch und runter. Ja, das ist wesentlich interessanter, weil um etwas anderes zu machen, muss ich etwas anderes tun. Bei Pokémon, ich möchte eine andere Attacke machen. Ich tippe trotzdem auf den tippe nur aufs Display, immer auf dieselbe Stelle. Also. Ja gut, das ist halt eben Touch-Steuerung, ne? Es profitiert halt einfach. Das ganze Spiel lebt nur davon, dass es Pokémon ist. Und dass es halt das erste VR-Game war. Ja. Das ist das Einzige, wovon das lebt. Das Spiel ist sonst trotz. Kannst du sagen, was du willst. Ja, aber ich meine, erstes VR-Game rauszubringen, das ist halt schon. Ja. Ist halt schon eine Leistung, ne? Das ist eine Leistung. Und dann noch mit einem Franchise, was halt zieht. Ja, okay, aber das war natürlich. Stimmt, fast der logische Schritt. Ingress kam doch vor Pokémon. Hä? Ingress kam vor Pokémon. Ja, aber so wie A ist das Ingress dann auch nicht. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass gespielt so dolle ist Ingress nicht. Wie A. Ich glaube nicht, dass der ganze Hype nur darauf basiert, dass es Pokémon war. Nee, es war Pokémon, das war halt das erste. Also es war. Ingress ist deutlich schlechter als also auf VR aufgebaut wie Pokémon. Ja, aber dann macht ja Pokémon doch was richtig. Wenn es etwas gab, was schlechter war davor. Weißt du, was ich meine? Ja, das eine beruht halt drauf, Dreiecke auf eine Karte zu zeichnen. Also. Ja, schon. Ja, klar, aber jetzt haben wir ja einen Punkt, was Pokémon gut macht. Und das ist ja, nicht. Das ist halt das Franchise, was sie drüber gebügelt haben. Ja, nee, aber wenn du jetzt Pokémon in Dreiecken zeichnen würdest, dann wäre das nicht besser gewesen als Ingress. Weißt du? Das ist, also es liegt so gesehen nicht bloß daran, dass es Pokémon ist, sondern. Ja, also die Sache ist einfach die: Pokémon, das Spielprinzip ist halt ultra schlecht. Der Rest, das Catchen, das machen sie halt, ja. Keine Ahnung, wenn ich mir angucke. Oh, danke für den Sub für Kaius. Ja. Danke an Kaius. Nice. Wie heißt der falsche Ausdruck? Ja, ist ja AR, ne? Warte mal, Marie? Marie, bringst du mir mal bitte den Charge Beam? Oh. Bring mir den Charge Beam. Mach mal den Waffenschrank auf, Marie. Marie, komm her. Komm her. Das sieht man nicht. Na komm, los. So, jetzt gibt's hier einmal den Sub-Charge-Blühen, ja? Oh. Da war. So. Ja, auf jeden Fall finde ich es halt schon. Also. Es war halt eine ultra clevere Strategie, so ein neuartiges Spiel eben mit einem Franchise zu paaren, was halt jede Sau kennt. Weil dadurch hast du halt super viel neue Leute angelockt, die sonst nicht zocken und auch den Aspekt mit dem halt draußen rumlaufen. Das hat da auch viele Leute angezogen, die sonst nicht zocken. Das ist also, ich muss sagen, Pokémon Go war dahingehend schon interessant, weil es halt eben dieses ich gehe raus und fange meine Pokémon, was Pokémon ja schon immer in sich hatte, schon recht gut umgesetzt hat. Du hast dich, ich will jetzt sagen, vielleicht so ein bisschen, doch mehr oder weniger wie ein Pokémon-Trainer gefühlt. Und ich denke, das war, also. Ja, also storytechnisch ist das schon gut eingebettet, aber. Sie haben es halt schlecht. Na. Was soll man sagen? Es ist schlecht gealtert. Oh gut, aber das sind so viele Spiele. Ja, ich meine, wenn du dann irgendwann probierst, damit Patches noch Sachen zu retten, das ist halt auch nicht so wahnsinnig zukunftsträchtig. Also das hätten wir schon voraussehen können. Aber allein das Geld, was sie damit gemacht haben. Sie haben die Raids und so haben sie ja nachträglich reingemacht. Mehrfachattacken haben sie mehr nachträglich reingemacht. Sie haben es ja getan. Aber dann hätte man das Kampfsystem auch ein bisschen spannender machen müssen und nicht, ich klicke auf Bildschirm. Und unterhalte dich mal mit einem Pokémon-Trainer über Hytera. Hey, die hassen das. Das macht keinen Spaß. Das war ein Spaßkiller. Ja gut, okay, aber das gab es schon immer, das gab es in jeder Gen theoretisch und in jeder
Halterra hat in Pogo so sehr den Spielspaß rausgenommen, das glaubst du gar nicht. Okay. Weil es belebt ja von diesen Arenen, die du einnehmen sollst. Und du kannst halt mehrfach dasselbe Pokémon da reinklatschen. Und so ein Halterra tut weh. Ja, aber da ist tatsächlich die Sache, also ich glaube tatsächlich, dass viele Leute es gar nicht so genutzt haben von wegen, oh ja, ich habe jetzt diese Arena, ich verteidige sie. Ich glaube, der erste und... Oh doch. Okay, ich habe keine Ahnung, also ich würde sagen, der erste... Du kriegst ja Bonis dadurch, das ist ja das Problem. Du hast ja einen Vorteil daraus, dass du sie hast und behältst. Okay. Keine Ahnung. Also die haben da schon ordentlich was rausgenommen. Warum sammle ich eigentlich immer noch Items ein? Ich weiß es nicht. Also ich stehe beim Statuenraum. Sehr gut. Ich nicht, aber ja, ich, sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ja. Wenn ich die ganze Zeit Items nicht gesammelt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon da. Ja, ich habe mich wieder mal ablenken lassen. Und ich habe mich jetzt so dumm angestellt mit den Piraten. Da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht. Probier gerade ein bisschen 3-Tap Stutter-Charges. Das klingt. Aber sind jetzt wirklich schon so brutal schnell fertig, ne? Also, eigentlich nicht. Eigentlich ist ein sauberer Seed gewesen. Ja. Das ist normaler Casual-Run, würde ich sagen. Ja, letztes Mal haben wir halt deutlich länger gebraucht. Es gab halt einfach keine Abfuck-Tricks, die einen 2 Stunden lang aufhalten. Ja, das und kein Item, was wir gesucht haben, wie die ihren. Genau, weil halt alles doch da war, aber so meine, ist eigentlich Metroid, wenn man es nicht krampfhaft erschwert. Ich meine, das Komplizierteste war schon dein Charge-Spiel, glaube ich, schon fast. Und der Gravity. Das war schon das Schlimmste, was wir diesmal gesucht haben. Und mein Charge-Spiel wäre nicht mal notwendig gewesen mit 125 Supers oder so irgendwas. So wenig. Ja, ich bin noch Anfänger. Hat einer von euch schon Cyber Shadow gespielt? Ich verzweifle gerade. Sagt mir gar nichts. Also ich glaube, ich weiß, was Cyber Shadow ist. Das würde ich mir noch holen. Das scheint, das ist auch wieder Richtung Yu-Gi-Oh!-Klon irgendwie für die Switch, glaube ich, war das. Okay. Also wenn ich es jetzt richtig... Man berichte mich, wenn ich nicht an das richtige Spiel denke. So. Gleises Pokémon Go, Kampfsystem extrem simpel. Ist aber auch kein Spiel zum konzentriert spielen. Muss ja auch für Leute sein, die nur so eine halbe Stunde spielen. Ja, das ist auch eben die Sache. Und ich meine, grundlegend ist das gleiche Spiel-Kampfsystem wie hier Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu, ne? Naja, das ist ja eher andersrum. Wie meinst du andersrum? Ja, das Let's Go Evoli, das haben sie ja auf Basis von Pogo entwickelt. Achso, ich dachte, das wäre zuerst da gewesen. Nee. Ah, ja. Ja gut, dann ja, passt ja. Ich find's halt traurig, dass Jurassic World, das kam nach Pogo. Und sie haben es halt tatsächlich geschafft, das Kampfsystem von Pokémon zu übernehmen. In Jurassic? Ja. Und es war wirklich gut. Das Kampfsystem so, also aus normalen Pokémon haben sie übernommen. Von Main-Game-Pokémons, okay. Ja. Okay. Sammelst du dann Dinos ein? Ja. Okay. Aber schöne Dinos. Ja, natürlich nur. Ja, da geht's jetzt klonen, ne? Weil ich kann mir halt ein ja, Pokémon-Klon in Jurassic Park kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Das ist wie... Ja, aber es gibt doch sowieso in Jurassic World Klone, also von daher. Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich, das sind doch alles Klone. Nein! Ein Pokémon-Klon, also das Pokémon-System in Jurassic Park oder Jurassic World Prinzip. Oder in der Jurassic World Welt. Das Kampfsystem von Pokémon ist ja nun echt rudimentär. Ich habe 4 Attacken, such dir eine aus. Also. Es ist Standard-RPG.
Also das ist basiert tiefgreifend auf JRPGs. Ja. Aber viele JRPGs haben da schon mehr als 4 Auswahlmöglichkeiten, oder nicht? Ja, gut, das, ja, es ist aber auch schön, ja. Pokémon basiert auf Japan-JRPGs. Das ist ein Japan-JRPG. Ja, aber... na, ist aber schön. So gesehen, Kampfsystem, ja, klar, aber doch definitiv ja nochmal anders. Das typische JRPG ist halt so, dass die Charakter eigentlich immer menschlich oder zumindest humanoid sind. Das ist bei Pokémon nicht unbedingt so. Nee, aber gibt's nicht auch Spiele mit, gibt's nicht Final Fantasy, wo du Katzen, so eine Katze hast oder sowas? Aber das ist doch bestimmt kein Hauptcharakter, oder? Du kannst glaube ich. Nein. Nee? Okay. Also, Hauptcharakter musst du definieren, ne? Halt jemand, mit dem du hauptsächlich kämpfst. Ja, es ist also der Hauptcharakter würde ich jetzt halt nur den Protagonisten nehmen, ne? Ach so. Nee, aber in der Main Party. Er kämpft ja, mit. Ja, Main Party gibt das auch. In Teil 7 hast du zum Beispiel den Wolf. Ein Raptor zum Mitnehmen bitte im Rancher Ball. Ja, wie fängst du die oder wie? Wie sind die bei dir, die Dinos? Die Dinos? Du fängst nicht den Dino, sondern du schießt Pfeile drauf, um DNA zu sammeln. Okay. Mit einer Drohne, das ist sehr spannend. Und dann züchtest du sie im Labor? Genau, du musst so und so viel haben, dann bekommst du ihn. Und ab dem hast du ihn. Und du kriegst halt nicht mehrere wie bei Pokémon, verschiedene, sondern du levelst den weiter auf. Okay. Und dann so, ich bin jetzt im Startraum, also wir können loslegen mit Brain. Verdammt. Okay, dann 3, 2, 1, hey, da, ich bin euch da. Du bist schneller als wir. Okay. Ja, dann sagen. Dann viel Spaß. Wir fangen 5 Minuten später, früher an mit Super Metroid und du siehst jetzt erstmal fertig. klingt nach einem typischen Super Metroid. Ja, ne? Sag an, wenn du auf dem Aufzug stehst. Ich beeile mich. Oben noch bei dem Pilz geübt. So, bin da. Okay, auf geht's. Ich dachte, Dragon, du wärst wenigstens auch schon reingerannt. Achso, ich hätte aber auch schwören können, dass ihr gegangen seid, ne? Also. Gute ich bin gegangen. Ich dachte wirklich auch, Dragon ist losgelaufen. Das war 3, 2, 1 und dann so, ja, halt, dann halt ich halt. Ich wollte ja niemand zurücklassen. Reaktionstest, oder? So zurücklassen, der ist doch trotzdem vor uns fertig. Ja, schon, aber es ist dann so traurig, wenn man nicht gemeinsam geht. Turian, ja, muss ich tatsächlich sagen, bin ich ziemlich langsam. Ich bin glücklich, dass ich Icebeam habe. Das macht das Ganze so viel angenehmer. Nach unseren ganzen ADI-Erlebnissen. Baby Skip, ja, ne, das ist, wir können auch einfach mal probieren, den Chainsaw Beam einfach so zu machen und üben. Stimmt genauso. Aha, scheint, als hätten wir einen neuen Piratenspion. Ja. Cyber Shadow ist von den Shovel Knight Entwicklern. Ist ein 2D-Plattform, wo wir neue Fähigkeiten finden, im Prinzip von linearen Metroidvania. Oh, ich glaube, das habe ich mal gesehen, ja. Dann meine ich tatsächlich was anderes. Scheinbar. Also, klingt fast nach Pokémon. Ja, ja, also es gibt eins, das heißt Shadowverse oder so, was ich meine. Warte, ich kann jetzt mal gucken, jetzt ist ja ihr das Metroid. Ist das schon bei Baby? Ich bin langsam. Baby! Naja, er ist ja vor uns gestartet. Stimmt, ja, klar. Das, was ich meinte, heißt Shadowverse. Okay. Ja, selbst Speedrunner haben in Babys gibt Probleme, ja, weil es halt so schwierig ist, das Baby zu kontrollieren. Das ist halt echt unnötig. Babys zu kontrollieren. Du musst dann einfach die Theorie aus Karate Kid mit Jackie Chan benutzen. Nicht du kontrollierst das Metroid, sondern das Metroid kontrolliert dann trotzdem dich. Ja, das tut's auf jeden Fall, wenn es nochmal im Kopf hängt und mir meine ganze Energie absaugt. Ja, aber auch du. Es ist ja nicht das Metroid, das seine Bewegung dir anpasst, sondern du passt ja deine Bewegung dem Metroid an. Ja.
Also es könnte auch sein, kontrolliert das Metroid dich und nicht andersrum. So gesehen? Am geilsten ist eh, wenn du Metroid skippst, failst. Das ist beste Erfahrung. Also wenn du ihn schaffst, aber das Metroid dich durch die Tür begleitet. Das ist der größte Shit. Jedem Run kannst du es ja minimal üben. Irgendwann bist du so weit, dass du Skip auch schaffst. Das ist nicht, wie Übung funktioniert, dass ich alle zwei Monate einmal Übung versuche. Das, nee, das ist, wenn du wenn du alle zwei Monate ein Sit-Up machst oder einmal Liegestützen, dann wirst du dadurch auch nicht kräftiger. Das, nee. Kommt drauf an, was du sonst noch so machst, aber. Ja, nee, aber wenn das dein einziges Training ist, das du machst, dann sagst du, oh ja, in einem halben Jahr bin ich fit. Die Frage ist fit, jetzt früher, musst du keine Live mitmachen. Für einarmiges Reißen bist du dann immer noch fit. Guten Abend, Appleboy. Willkommen zum Stream. Hey, ja. Wenn du dabei bist, kommst du gerade zum großen Finale. Wenn ich ein bisschen in Säure trinke. So, 89 Supers sollte eigentlich reichen, oder? Für komplett Mother Brain oder ja, Phase 2? Ja, Phase 2. Ja, ich sag doch, der ist schon wieder schneller als wir. Was? Wo hängt der denn rum? Er hat mich doch schon wieder überholt. Sozi hat mich doch schon wieder überholt, da bin ich mir sicher. Mich hat auf jeden Fall ein Metroid ein bisschen näher kennengelernt. Das musste ich mit Powerbomben abschütteln. Oh, ja, ja, ich hatte eins in die Augen gedrängt. Und da versenkt. Also, ich meine, ich habe 125 Super Misses gehabt. Ich krieg's noch hin, alle leer zu schießen, glaube ich, bevor Red Beam kommt. Schnell! Oh! Los! Ja! Nee, es kommt Lena, willkommen zum Stream! Schönes Schmerz! Hui! Hä? Sie hat den Red Beam geskippt, weil ich von den Blue-Dingern getroffen wurde. What? Das war so seltsam. Sie wollt's machen, aber das hat sich einfach in Luft aufgelöst. Nachteil ist, dass ich jetzt mich nicht selber damagen konnte und einfach vier Mother Brain-Phasen machen darf am Ende. Da. Das ist eklig. Aber die Super Missiles waren leer. Das ist das Wichtigste. Ja. Ich hätte gerne noch meine Missiles leer bekommen. Ja, nee, Quatsch. Sie hat sie jetzt gerade leer bekommen. Sobald ich merke, er lädt auf, renne ich nur noch in Super hier Mother Brain rein. Also. Ja, ja. Die Priorität war halt, die Supers loszuwerden. Ja, genau. Das geht ja nicht, dass du noch Supers hast nach Mother Brain. Naja, gut, die werden ja eh weggenommen. Also. Ja, scheiße. Nein, ich hab vergessen, die Reserve Tanks auszumachen. Hä? Bitte? Ich hab. Das Baby sitzt auf Mother Brains Kopf. Und ich hab 4 Energietanks. Hä? Hat gerade eben dein Dings mit dem letzten Frame vom Rainbow Beam? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Reserve Tanks getriggert. Ja. Nee, vorher. Die Reserve Tanks dürften eigentlich. Achso, vorher. Krass. Total komisch. Das ist sehr seltsam, ja. Das muss dann irgendwie so gewesen sein, dass Mother Brain nicht mehr. Oder schon in der Phase war, wo dann theoretisch das Baby schon kommt, ne? Das ist natürlich schön, ne? Jetzt spare ich ein bisschen Zeit, ne? Naja. Theoretisch. So, ich würde sagen, Speedrun Race, wer am schnellsten draußen ist, nach Zeit, also nach Timer. Okay. Mit Tieren oder ohne Tiere? Mit Tieren, natürlich. Tiere. Ja, also Dragon. Ja, nicht, dass Sozi dann jetzt Speedrun und keine Tiere macht und ich hol die Tiere. Ja. Ja, ist es nicht. Okay. Selbst wenn wir jetzt ohne machen würden, würde er doch gewinnen. Wahrscheinlich, aber ich probiere es trotzdem. Ja, natürlich. Ich kämpfe jetzt erst gegen die zweite Phase, also. Oh. Ja gut, es geht ja nach Timer. Der Timer ist ja unrelevant. Ich so. Dritte Phase. Ja, dritte Phase. Also wie langsam du Mother Brain machst, ist ja vollkommen wurscht. Das ist. So, jetzt habe ich das verstanden mit dem Timer. Ich dachte den Endtimer. Ach so, okay. Ja gut, da hängt es im Wesentlichen davon ab, wie viel Pause du gedrückt hast in einem Run, aber... Oh, Pause war sehr lange gedrückt. Ach so, wir hätten ohne Pause spielen. Wir machen geringste Zeit im Pausenmenü. Hat das sich nur bei Zelda angezeigt? Weiß ich nicht.
keine Ahnung, wie das hier ist. Ist, glaube ich, auch in jedem Randomizer anders, ne? Ja, das Powder-Menü wird, glaube ich, nur bei Zelda angezeigt, ne, oder? Das könnte sein. Ich glaube, hier wird angezeigt, wie lange du gebraucht hast, bis die Türen verbunden haben. Was ich auch sehr spannend finde, dass da teilweise Minuten zusammenkommen bis zu... Mir fällt gerade ein, ich habe ja einen Nachteil euch gegenüber. Warum? Ich habe keine Screw-Attack. Oh, das ist natürlich kritisch. Das ist so viel zu euer, wir brauchen keine Items mehr. Die lag wohl bei mir bei Crockemeyer. Du brauchst es noch nicht. Ja, richtig. Es ist bloß bei einem Speedrun jetzt hier raus, das ist ein Nachteil. Ja. Dezent. Weil ich noch Speedboost bekommen habe. Da ich die Space Jumps schon verkacke, ist es egal. Hä? Okay, ich hab verkackt. Was denn? Speedbooster oder? Ja, der Speedbooster hat nicht hingehauen. Bin gegengejumpt. Das ist sehr fies. Da warst du aber verdammt nah hinter mir. Den habe ich aber auch verkackt, verdammt. Dragon wins by doing absolutely nothing. Aber ich glaube, den darf man nicht zu früh machen, oder? Du musst doch den seitwärts machen, oder nicht? Hab ich eigentlich. Oh, Jesus! Was passiert? Sagen wir, die Tiere sind etwas, anders. Anders gebaut. Okay. Es sind Tiere, die sind süß, aber es geht in eine andere Richtung. Schauen wir mal. Ah, hi! Was? Okay, man kann ja wieder rausgehen, ne? Jetzt bin ich gespannt. Nee, wir machen schon, oder? Aber wir machen schon völlig. Ich glaube, der Timer ist nicht mehr da, wenn du da drin warst. Oh, ja gut, das ist dann eh zu spät. Was passiert, wenn man oben rausgeht? Also, ich gehe davon aus, wir sind über Dragon. Ja, machen wir mal. Ah, der Timer läuft sogar noch, oder? Dieses lila Ding, was da oben in der Ecke. Ist diese komischen Alien-Zahlen. Verdammt. Die gut. Türen gehen. Macht ihr den jetzt oder nicht? Ja, offensichtlich. Gehen. Die Tür oben rechts geht nicht auf. Aber ich bin auch schon einmal rausgegangen aus dem Raum. Der Timer ist dann weg. Also es ist das lila Zeug noch, aber er wird nicht mehr offiziell angezeigt. Wenn du das lila Zeug deuten kannst... Das Vieh, um abzutauchen, ne? Was? Ich wollte nicht rausgehen aus dem Raum. Was ist hier los? Scheiß. Okay, es wird ganz schön eng am Ende. Kein Timer, die Welt ist gerettet. Ja, richtig. Dragon ist tot, okay. Ich bin durch. Du hast Dragon besiegt? Wow, was geht hier? Dragon geht ja easy. Ja, im Grunde schon, aber nicht, wenn du dreimal die Tür rein und raus gehst. Also so langsam... Du kannst jetzt checken, ob der Timer tatsächlich noch läuft. Ja, ich glaube, das wird automatisch... Oh, okay. Das war natürlich ein Insta-Kill. Was ist mit... Geht das eigentlich mit Dings, mit X-Ray? Nö. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber ich hab's gar nicht probiert, aber das wäre. Aber okay, ich hab's noch. Tüdü. Ja, ich hab tatsächlich jetzt nach dem dritten Mal, wo ich rausgegangen bin, hab ich Dragon dann beim ersten Mal anfliegen getötet. Oh. Wow. Okay. Das waren viele Schüsse. Sehr gut. Und jetzt ist der Timer wirklich komplett weg. Cool. Ja, genau. Danke, Spiel, du hast unsere Challenge kaputt gemacht. Also, wir sagen mal, Dragon gewinnt. Ja, natürlich absagen und so, sie ist tatsächlich die Letzte geworden. Was? Na ja, gut, wegen zweimal rein und rausgehen. Ja, ja, zweimal Dragon reset ist. Ist ja immer schön, ne? Dragon Speedrun Gott, ja. Ehrt mich. Die Zeit muss ich auf speedrun.com eintragen. Du meinst lila eine Kralle links oben, lila eine Kralle links unten, Mitte und nochmal rechts, oder? Richtig, ja. Du musst es nur interpretieren können. Das war auch geil. Die ganze Zeit guckt keiner zu. Jetzt bin ich bei Mother Brain, hab ich meine Zuschauerzahl verdreifacht. Jo. Das ist, die Leute kommen zum besten Teil. Das ist. Wenn Speedrunner auf einem guten Run sind, dann verdoppeln sie auch ihre Zuschauerzahl. Aber der beste Teil vom Mother Brain Kampf ist doch nicht mal bei Super Metroid. Wait. Wo dann? Bei Asa M. Das ist Hot Takes. Wieso, der Kampf bei Asa M, der ist richtig geil.
Also wenn der grafisch nochmal so kommt, dann Ja, aber es ist halt, also es ist ja gar kein Kampf. Es ist halt, sie schwabbelt im Metroid rum und dann so, now you're gonna die. Und dann, wusch. Also, da ist nicht viel Gekämpfe, ne? Was sind der beste Teil aus dem Kampf? Du meinst der Teil, wo du auf dem Boden rumstehst und nichts tust? Also, wie ist es, sollen wir jetzt hier Pause machen bei den Transitions? Ja, ist nicht verkehrt. Also ich wette, ich wette, ich habe die längste Zeit in Wreckchip. Das ist schön, dass ihr das ansagt, während gerade eben die Dings durchgescrollt ist bei mir. Cool! Also wir machen Pause bei dem Punkt, wo du vor 20 Sekunden warst, okay? Ja, ist ja deine Schuld, wenn du so schnell bist. Speedrun-Gott. Wie weit bist du? Hast du ich bin schon? Bei Doors. Also Doors habe ich 398. 440, ja, da haben wir am Ende nochmal die Dragon Doors geholfen. Oh, Time in Doors, 20 Minuten? 22, ja, das skaliert natürlich mit den Transitions, ganz klar. Time liegen in Doors, 42 Sekunden, oder was soll das heißen? 43 habe ich, ja. Wahrscheinlich, ja. Criteria, 14 Minuten? Da können wir von oben nach unten sagen. Du hast 14 Minuten Criteria. 14,5, ja. Was zum Geier, ich habe 37. Wie ist das passiert? Ich habe am längsten Criteria als alles andere. Wie ist das passiert? Kann das sein, stimmt. Du hast doch da rumgedüdelt. In welchem Raum? Statum. Ah ja, richtig, ja, klar, am Ende war ja, logisch. Brinster 36? 26? Norfire 40? 20? Wrecking Ship 10? So 25? Midiria 29? 22. Julia, 9. 8. Hast du das in halbem Seed gespielt? Ja. Ich habe die Hälfte des Seeds in Criteria verbracht. Und im Rackchip. Das ist halt wirklich, ich habe im Rackchip und Criteria zusammen mehr als die anderen. Na, nicht ganz, aber knapp dran. Jo, einmal durchscrollen. 59. 38. Bis jetzt 263. 84. Da ist jemand ein Missile-Spammer hier. Ja, es ist ja allein schon hier Mother Brain da aufschießen in Blödsinn. Ja, Super Missiles 251, das hat gut reingehauen. 323. Genauso viele wie Bomben habe ich auch 251. 284. Und 59 Powers. 62. Ja. Also ich habe definitiv mit der Munition am meisten rumgeaßt. Die Item Locations lese ich jetzt mal nicht vor, das macht glaube ich nicht so viel Sinn. Wobei, haben wir irgendwie noch den Screw Attack, ja, die wäre interessant. Mein Wave Beam. Wave Beam gibt's hier. Super Missile Yellow Meridia würde ich hier eigentlich eingesammelt. Warum hat er mir jetzt Dings nicht angezeigt, mein Screw Attack? Time Playing 2.21. Ja, ich glaube, er zeigt nicht alle Items an. Er zeigt nur die an, die du wirklich bekommen musst oder sowas. Ich glaube, er zeigt nur die an, die bei dir sind. Kann das sein? Glaube ich nicht. Sonst hätte ich das da fast gar nichts gehabt, glaube ich. Ich hätte bei mir alles gehabt. Ja. Also, ich hatte 31 Criteria, 34 Brinster, 38 Norfair. Okay. 10 Minuten plus Track Chip und 17 Meridian. Ja, okay. Ja. Alter, dann hast du ein bisschen meine Rack-Trip-Zeit in Norfair verbracht und umgekehrt. Ja, richtig. Ich war eine Weile lang in Norfair unterwegs. Ja. Und wie viel Prozent habt ihr? 85. 89. 87. Ui. Also, wenn wir Dragon und mich nehmen, dann sind das die Geburtsjahre von mir und meiner Frau. Cool. Schön. 89 kenne ich leider keinen. Moment, 89? Glaube ich zumindest. Hört mir jetzt auch keiner so speziell an. Nee. Leute, meldet euch im Chat, weil wenn ihr 89 geboren seid, habt ihr jetzt die Chance, nichts zu gewinnen. Raise your hands! Aber eure Hand zu raisen, ja. Aha! Jetzt die Chance auf was? So, ich hab's geschafft, ich hab dir deinen Titel abgejagt hier.
Diesmal habe ich das Spiel kaputt gemacht. Wie das? Zu lange Fast Forward gedrückt, oder? Nee, weil hier bei hier ist Mother Brain mit den Energietanks. Ach richtig, mit den Reservetanks. Ja, okay. Das war schon seltsam. Ja gut, mein typischer Move ist eigentlich zu sterben dabei, aber... Das ist so gut. Los, Damage Man. Ups. Das war zu viel. Ja, normal hast du halt immer Reserve Tanks, ne? Und wenn wir dann halt eine ADI ohne Reserve Tanks machen, dann triggert das halt zu schnell. Ich hab mir eigentlich angewohnt, die einfach auszuschalten. Ja, das ist noch schlimmer, weil wenn du dann zu lang reingelaufen bist in Mother Brain, dann bist du tot. Du gewöhnst dich ja einfach dran, dass du sie nicht hast. Aber warum schaltest du sie aus? Also es ist doch sinnvoller, die anzulassen. Ja, das nervig. Ist ja nicht in der Hinsicht, oh ja, ich habe noch 4 E-Tanks, sondern wenn du mal richtig schlecht dran... Wenn sie kommen, nerven sie. Ich weiß nicht, das ist einfach eine Angewohnheit von mir gewesen. Okay. Das ist genauso wie, wenn du einen Endgegner machst mit 2 Energietanks, dann strengst du dich richtig an und endest meinetwegen dann nachher mit 90 Restenergie, ne? Und wenn du 15 Energietanks hast, dann endest du auch mit 90 Energierest. Ist einfach so. Also die typische Reihenfolge ist eigentlich, wenn du 2 E-Tanks hast, endest du mit minus 90 Restenergie und wenn du 15 hast, auch. Ja. Aber vor allem, das ist halt eben so die Sache. Also ich spiele normalerweise nie mit dem Hintergedanken, okay, ich habe noch E-Tanks, ich kann Scheiße bauen. Sondern, ja, ich spiele halt eben und wenn ich schlecht bin, im Moment, dann retten sie mich. Ja, das machen wir jetzt noch halt. Das ist auf jeden Fall krass, die Mentalität. Finde ich schwierig umzusetzen. Das ist Dark Souls-Mentalität. Zählt 98 geboren auch? Auf jeden Fall für dich, Elding, immer. Das ist einfach bloß die umgedrehten Zahlen, das passt schon. Das ist Anzeigefehler im Spiel. Kann man in OBS drehen? Aber dann habe ich 68, das macht es auch nicht so viel besser. Du kannst es horizontal spiegeln. Das geht. Das bringt aber auch nichts. Das ist auch 68. Hä? Wirklich? Moment. Drehen oder spiegeln? Irgendwas kann diese 9 nicht zu 6 machen. Aber ich weiß gerade nicht was. Fail. Spiegeln macht die 9 nicht zu 6? Ne, weil du es ja umdrehen müsstest. Ja. Ach ja, richtig. Das sieht dann so richtig komisch aus. Das sieht dann halt bloß richtig dumm aus, die 9, aber ansonsten wäre das die eheste Methode, die du hättest. Das sieht dann so aus wie diese Billigversuche bei YouTube, die Copyrights umgehen, ne? Was? Ja, kennst du das nicht? Nee. Ja, wenn sie dann da irgendwas, was definitiv ein Copyright hat, dann wollen sie sich rausretten. Ja, ich hab's ja bearbeitet, ich hab's umgedreht. Sehr gut. Also eine Marke oder was? Ja. Aber von Elding hier. Ist das jetzt das 2-1 in Random Race gegen Sozi? Nein. Es gab ja noch nicht mal eine Anzeige dafür. Also. Das ist, wir können's im Stream nachgucken, wie viel Zeit wir gebraucht haben. Ja, aber das ist ja, es ist ja keine Originalzeit. Wir sind ja alle relativ zeitgleich eigentlich raus. Sozi und ich sind schon deutlich hinter Dragon angekommen nachher am Ziel. Ne? Aber das muss schon. Das ich meine, Sozi ist ja sogar noch nach mir bei Dragon raus. Ja, das mit den Tieren war ja auch nicht richtig kommuniziert, muss man sagen. Also Tiere retten und Dragon töten sind ja schon mal nochmal unterschiedlich. Aber wir haben doch alle Dragon getötet. Ja, ich bin halt zweimal zwischendurch rausgegangen. Ah, der Dragon hat's gar nicht gemacht. Was? Natürlich. Doch. Dragon gekillt. Dragon hat Dragon gekillt. Ja. Und Dragon hat Dragon gekillt. Bist du bei mir im Chat, sagen sie heute auch, wir waren schnell. Ja. Ja, ist halt so. Ich sag so, gut, ich meine, wir haben jetzt 3 Stunden gebraucht. 2,5, das ist 2,5. Ja, letztes Mal hatten wir, glaube ich, fast 4. Ja, aber 4 Stunden. Wir hingen wegen irgendwas. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwas wie Blöde gesucht haben. Aber so funktioniert normalerweise Super Metroid nicht, dass du irgendwas intensiv suchst. So muss auch Zelda nicht funktionieren. Ja, die schreien die ersten Zugabe. Aber Zelda kann es eher passieren, würde ich sagen. Definitiv, weil du dich intensiver mit einem Item locken kannst, ja. Hier kommt auch schon schneller Crossworld-Seed. Ja, ich glaube nicht. Crossworld? No, Crossover. Achso. Ein ganz schneller.
Wir stellen auf easy peasy Logik und dann haben wir alle Items in den ersten 9 Truhen oder so. Genau. Ja, man muss ja nur rechnen, wir brauchen ungefähr dieselbe Zeit wie den Metroid-Teil und dann kommt noch Zelda dazu. Das hört sich mal wieder nach einer Elden-Aufgabe an, die Videos nochmal durchzugehen und abzustoppen. Sehr gut. Und auf irgendeine magische Weise war Sozi doch schneller als ich. Ja. Sein Spiel lief irgendwie aber ein bisschen langsamer oder keine Ahnung. Ja, Elding schneidet einfach vorteilhaft. Ah ja, richtig. Klar. Einfach auf halber Geschwindigkeit eure Videos ablaufen lassen. Statt Ziel passt. Läuft es. In jedem Fall die Türübergänge dann einfach bei Dragon werden so gecuttet, dass du bloß einmal zu Dragon reingehst. Natürlich schneller. Ja. Ich glaube, man macht bei dir jeden Frame verdoppeln geht schneller. Oder das? Weil ich nicht mal weiß, ob ich dann schneller wäre. Jeden Frame verdoppelt, jede doppelte Zeit. Das war schon langsam. Dreimal Dragon raus und rein braucht schon Zeit. Also ich bin ungefähr bei 1,30 rein bei Dragoon. Das heißt, wenn die doppelte Zeit wäre, dann wären wir tot. Keine Ahnung. Gute Frage. Also, wann wärst du tot gewesen, also wenn du die doppelte Zeit mit uns gebraucht hättest? Ich weiß nicht, wann Dragon angekommen ist. Vielleicht ist er ja bei 1,30 schon da gewesen. Ja, 1,30 kommst du ungefähr bei den Tieren an. Du vielleicht. Dragon nicht. Ich bin ja Speedrun-Gott. Liegt an Pal, ja genau. Lassen wir dann mal so stehen. Ne? Fluchtheimer ist eh nur Deko. Ja. Sehe ich ähnlich. Das kann man auch so beschreiben. Die richtigen Races, die kommen ja erst jetzt noch, ne? Tun sie das? Ja, wenn wir uns natürlich hier durchziehen, dann kommen die erst noch. Ja, das das will ich erst sehen, wenn wir das durchziehen. wenn wir das durchziehen, ja, wir sehen uns 2030 wieder, dann können wir nochmal drüber reden. Ja, ich sehe immer noch die Schwierigkeit in einem konkreten Format, also es ist immer noch nicht ganz durchdiskutiert, wie das am ehesten Sinn ergibt. Ja. Ich meine, die Hetzen tut uns ja auch keiner. Richtig. Das kriegen wir schon hin. So ist es. Ist halt die Frage, wie man es tatsächlich dann aufbauen will. Ne, aber so Pyramidenformat, ne? Ist eigentlich am sinnvollsten. Weil es halt eben tatsächlich auch nicht, wie viel geplant ist, wie viele Leute damit machen sollen. Wir drei. Mit 3 Leuten ist halt ein bisschen lame. Ja, das ist halt mit dem. Ich glaube, das nennt man dann eher Liga als Turnier. Ja, das sollte ja eher Liga sein. Also, das hatten wir gesagt, einmal Metroid, einmal Zelda, einmal Cross, ne? Ach, und wer dann jeder gegen jeden mal und wer dann am meisten genau. Der. Okay. Genau. So ergibt es mehr Sinn, weil ich dachte jetzt, keine Ahnung, wir laden 10, 15 Leute ein oder so irgendwas und. Ja, und dann erwischen wir die absoluten Metroid-Kriegs-Kriegs alle in der ersten Runde raus. Yes! Gut, das ist, wenn du jetzt natürlich Oats and Goats einlädst, dann bist du cool. Ich bezweifle, dass Oats and Goats sich mit so Fallobst wie uns beschreiben nee, abgeben wird. Also. Das ist, also wenn wir jetzt hier ein paar Leute aus dem Bett ziehen, dann sind wir da, glaube ich, relativ gut dabei. Ebenerdig, was den Skill angeht. Die Frage ist, ob wir überhaupt alle schlagen, die jetzt bei uns im Channel sind. Ja gut, darum geht's ja nicht, wenn du nix machst. Wenn du ein Turnier machst, dass du immer alle, wenn du nur Leute einlädst, wo du weißt, dass du die alle easy fertig machst, dann ist kein Nein, spannendes. Das hast du jetzt falsch verstanden, weil du ja meintest, wenn du den einlädst, bist du selber schuld. Dann meinte ich, ich bin mir nicht mal sicher, dass wir alle schlagen können, die wir jetzt im Channel haben. Achso, ja. Verstanden. Das ist natürlich auch so, klar. Aber ja, also ich hätte auch nichts, ich hätte kein Problem damit, ein Turnier zu verlieren. Nö. Das ist, also ich gehe halt sowieso davon aus, dass ich da, dass ich bei dem Turnier bei uns dreien letzter werde. Also ich hätte eher ein Problem damit, ein Turnier gegen Oats and Goats zu verlieren, im Sinne von, das sieht halt aus, als wäre man der größte Volllappen in einem Spiel. Ja, das tut halt schon weh.
Zur erste Runde, ne? Er einfach viermal schneller als du. Aber muss ja sagen, in einem ADI zu fordern, wäre vielleicht trotzdem mal interessant. Nur sagen, hey, wir haben einen Randomizer, den wir spielen wollen, und wir sagen dir nicht mehr darüber. Und dann schauen wir mal. Da kannst du ja schon fast von einem Plandemizer herausfordern. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, was schlimmer wäre tatsächlich für ihn. Ob, wenn man den Seed kennt und weiß, wo man hin muss und den möglichst eklig gestaltet, oder jemanden in einen frischen ADI reinzuwerfen, der diese Mechanik überhaupt nicht gewöhnt ist, der die ganzen Räume da nicht kennt, der nicht, eventuell nicht mal weiß, dass man unter Wasser walljumpen kann. Also er hat sicherlich den Rotated Hack gespielt. Sicherlich. Ja, glaube ich auch. Kann gut sein. Ja. Ob er jetzt mit den Doors klarkommt, das ist eine andere Frage. Aber die Sache bei ADI ist halt, es kommt halt echt einfach ein bisschen auf Glück an. Ja, ein bisschen schon. Das stimmt. Das ist. Aber ich glaube, du hast schon einen guten Vorsprung, wenn du in etwa weißt, wann du die Sachen aufschreiben und merken musst. Und auch wie du am besten Wege angehst. Und gerade wenn du noch einen Raum suchst oder so, wie du das machst am besten. Weil am Anfang ist es, glaube ich, schon so, dass dieser Memory-Effekt so überhaupt nicht einsetzt, wenn man das erste Mal spielt. Ja, also ich denke, da hätten wir definitiv schon Vorteile. Richtig. Aber wir haben halt aber den generellen Skill dann nicht. Ja, das ist halt die Sache. Deshalb glaube ich, könnte es sogar interessanter sein oder noch schwieriger für ihn sein, als einen Plandemizer zu gewinnen, den man selbst gestaltet hat. Ja, weil den Plandemizer macht er dir halt kaputt. Das ist, der kennt Sachen, die du nicht mal planen kannst. Ja, das mag sein. Er kennt Sachen, die ich nicht mal planen kann. Das ist auch gut. Du würdest für dich keinen Triple Tap Super Short Charge planen. Er kann ihn halt durchziehen. Das ist so, ja. So Metroid würde ich safe verlieren, bei Link to the Past vielleicht auch. Das klingt so traurig. Wenigstens der zweite Satz hätte positiv klingen. Es war positiver als der erste. Vielleicht auch. Santal, ich glaube dran, dass du bestimmt gewinnen könntest. Es gibt auch ein Spiel, in dem du gewinnst. Du müsstest es bloß in so einem Tournament dazu fügen. Nee, du musst im Zweifel musst du einfach Münzen werfen machen. Ja, oder Mario Party spielen, das kommt in etwa auf selbe raus. Ja, genau. Deswegen hasse ich dieses Spiel ab dem zweiten Teil. Echt? Also ich find's bis zum zweiten Teil schlimm. Nee, der erste Teil war ja komplett noch deine eigene Leistung. Da hast du ja nicht zufällig irgendwo deine Sterne bekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass es im ersten Teil irgend so ein Schicksalsding gab, wo du mit einem Sterne tauschen konntest, und da hat's aufgehört. Das wäre erst im späteren? Ja. Okay, dann verwechsel ich. Anscheinend eins noch nicht. Aber ab Teil 4 war es wieder ein bisschen fairer. Da gab es nicht so ganz kranken Shit mehr. Aber Sterntausch ist halt schon heftig. Ja, das tut schon weh. Wenn wir eine Chance haben zu gewinnen. So ein MP1-Race? Oder generell können wir auch MP2 machen, damit es OC ein bisschen besser aufgestellt ist. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob es MP1 oder 2 ist, wie gut ich aufgestellt bin. Ich dachte, im MP2 kennst du dich deutlich besser aus als in 1. Nee, das ist Santal. MP2 bin ich auf jeden Fall raus. Ja. Ich habe den einen Boss immer noch nicht geknackt. Warte. Ach so, Moment, ich war gerade bei Metroid 1 und 2, sorry. Das ach so, natürlich... nee, Prime. Ja. Prime, da hast du natürlich recht. Da hast du völlig recht. Da fehlt mir immer noch der eine Boss. Okay. Nicht Trinex, wie heißt der Name? Der Imperator. Quadraxis? Au, Quadraxis! Richtig. Genau, Quadraxis. Quadraxis. Das Problem mit Quadraxis. Aber du hast ja mein Tutorial gesehen, wie er geht. Ja. Mein, was waren das? Das bei... Nacht sagen, ich sag mal Nacht. Nacht, Nacht alle miteinander. Gute Nacht. Auch alle gute Nacht gesagt. Schlaf schön. Rice Race gegen dich.
Nein. Dauert das nicht Jahre, das Spiel zu racen? Naja, es kommt darauf an, du könntest einzelne Monster racen. Wenn du das komplette Spiel racest, dann ja. Wir racen einfach hier Legend, die Stanley Parable, alle Trophäen ohne Zeitumstellen. Ja, das ist ein Spiel zu racen, das ich noch niemals gesehen oder gespielt habe. Der Ding ist, du musst zwischen dem ersten und zwischen zweimal starten, musst du irgendwie 4 Jahre vergehen lassen oder so. Okay. Du darfst halt auch wirklich nichts tun. Also darfst du das Spiel nicht starten. Jetzt auch cool. Tschüss sagen. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Animal Crossing Angel Race. Seht, was ihr getan habt. Mein kompletter Chat ist voll mit irgendwelchen Meme-Anfragen zu Races. Optimal. So wollten wir das. Ja, genau. Das Also wenn wir immer Race machen, dann ist es natürlich auch so, dass man, wenn dann auch handeln muss, in seinem Tagebuch die größten Monster erlegt zu haben, die man von der Größe her haben kann. Richtig. Also immer das Maximum da stehen zu haben, das ist ja natürlich ganz klar. Alle Items... Alle Items natürlich selbstverständlich. Ich hab schon wieder angefangen, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Jetzt im Stream oder wie? Der Klassiker. Oh, okay. Ja, okay. Wir reden kann ich nebenbei die Yu-Gi-Oh! Spielen. Oh, kann man machen. Ja, Dragon. Letztes Mal habe ich auch noch eine Stunde zugeguckt. Wenn du willst, können wir noch mal ein bisschen kommentieren bei ihm. Oh, ich würd's dann jetzt langsam packen. Ja, du hast ja schon einen längeren Stream hinter dir. Ja. Oh, ich bin schon seit 16 Uhr dran. Und ich mache, glaube ich, auch nur die eine Partie und dann mache ich auch Schluss für heute. Guter Plan. Ja, klingt gut. Ich werde dann schon wieder auch verklicken. Nein, ich spiele Sky Striker gegen Sky Striker. Wie lustig. Mirror Match. War ein schönes Seed. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, können wir auf jeden Fall irgendwann mal wieder... Wir hatten ja gesagt, dass wir vielleicht mal, wenn viel Zeit ist, ein Crossover-Dreier-Multiworld anplanen. Ja, also ich sag mal, an einem Wochenendtag geht das schon easier, finde ich. Gerade ja, um so einen Samstag, so ein voller Stream, ne, so 6-7 Stunden, ne. Ja. Ich finde das eigentlich gar nicht so problematisch, wenn ihr eh schon, wenn ihr den eh schon macht, ob da jetzt noch einer mit bei ist, ist glaube ich auch egal. Es pumpt sich schon noch mehr auf. Ja. Also wir haben ja, ich habe ja den Vierer auch gesehen bei euch, den ihr gemacht habt, und da habt ihr auch nicht viel länger gespielt, als wenn man mit mal ein Zelda Randomizer ist. Oh, wir haben schon ewig gebraucht. Weil wir am Ende einfach alle 4 rumgedörbt haben, weil bei mir 2 Items lagen. Also was auch sehr, sehr lustig war. Schönes Gedörpe war das. Herrlich. Ja. Ja, nur dass die Chance, dass 3 Leute stacken wegen einer Person. Dass jeder andere Stack wegen einer Person ist halt deutlich höher, wenn mehr Personen da sind. Ja. Und wenn ich finde den Crossover jetzt, also jetzt mal Case Sanity mal dahingestellt, aber ich finde den eigentlich gar nicht so anfällig. Ja, du kannst bei 3 Leuten schon starke BK-Momente erzeugen, sogar für 2 Spieler, wenn es schlecht läuft. Also je mehr Spieler du hast, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer halt längere Zeit nichts zu tun hat. Also ich finde das einfach. Bei Zelda macht halt die Problematiken immer, ne? Die meisten Probleme hatten wir immer mit irgendwelchen dummen Tricks in Metroid. Ja. Es ist halt tatsächlich so, dass Zelda haben wir nicht so viel Ahnung, können wir nicht so viel Tricks machen. Aber die dummen Tricks kamen immer von Metroid wegen dieser dummen Hard-Logik. Die haben wir heute mal geskippt, da siehst du mal, wie schnell das dann geht. Also nächstes Mal wieder Tournament, ja, easy. Das Wissen ist ja bei mir dann da, das ist halt der Vorteil. Aber vielleicht theoretisch ein Crossover, ein Dreier-Crossover mit Casual-Logik, dann nee, würde Tournament, wenn dann richtig. Tournament all the way. Ganz oder gar nicht. Also jetzt, wo heute sich keiner beschwert hat über ein Tournament, müssen wir es eigentlich ab jetzt immer durchziehen. Aber das war doch gar kein Tournament. Ja, genau. Aber es hat auch jeder am Anfang gesagt, wie kein Tournament. Das nehme ich als Aufforderung, das nie wieder zu machen. Habe ich nie gesagt, dass man nie wieder kein Tournament machen kann. Ist schon richtig. Ich meine, da liegt der Spaß ja auch. Und langsam kennen wir alle Tricks. Also es kann langsam wirklich nichts mehr kommen, was ätzend ist. Ja, ich muss halt den einen üben dann halt. Aber dann weiß ich ja schon mal Bescheid, ne?
Ja, den kann man recht gut üben tatsächlich. Du musst dir halt nur vor Augen führen, stell dich halt direkt vor die Tür. Probst nicht im Varia Randomizer, weil der hat irgendeinen komischen Frame-Counter oder so, wegen dem Türskip. Die Türen gehen schneller, die Türübergänge gehen schneller. Und ja, und du startest, glaube ich, auch ein Pixel weiter vorne, wenn du durch eine Tür gehst oder sowas. Das ist ein Problem. Aber in einem normalen Randomizer einfach vor die Tür stellen, Tür aufschießen, durchrennen, im letzten Pixel abspringen, weiten Sprung machen, so weit wie geht, und dann einfach nochmal Sprung drücken, sobald du beim Walljump bist. Und dann bist du durch. Oh, du redest vom Dings. Du redest vom Continuous Walljump. Ich dachte, es geht um die Wavebeam und das Wavebeam-Gate in Pink Brinster. Ja, das Wavebeam-Brett ist eins, also ich denke nicht, dass das unbedingt jetzt das Problem ist. Aber dieser Wavebeam, das ist einer, den kannst du halt dann auch, da guckst, musst du dir halt angucken, wo du dich hinstellen musst, ne? Genau, genau, das ist super easy. Das kannst du im Stream dann schon eher machen, als wenn du da so ein Continuous hier übst. Ja. Das ist schon eher nervig. Haben wir auch schon gemacht. Aber beides würde ich sagen, wenn man weiß, wie es geht, also zumindest wenn einer weiß, wie es geht und es erklären kann, sind ziemlich viele Tricks machbar. Ja, ich hab's ja dann auch mal hinbekommen, ne? Relativ, also nicht so schnell, aber auch. Also ich hab's auch mal geschafft, dass auch worauf es ankommt. Also ich denke, wir sind auf alles gewappnet und kriegen wir schon hin. Gucken wir mal, wann da ein guter Zeitpunkt ist. Das ist auch bei einem puren Zelda-Randomizer, also wäre ich definitiv auch dabei, wenn wir es nicht gleich ins Crossover ziehen wollen. Ja, geht immer. Wir machen es ja sowieso ein bisschen öfter schon. Genau, deswegen, wenn ich mich da mal dazu geselle, dann ist es vielleicht auch machbarer, wenn man das gerade an einem gescheiten Tag macht. Ja. Freitag, wenn man mehr Zeit hat, oder auch mal am Samstag, wenn es wieder reinpasst. Jo. Da können wir schon gucken. Also bei mir passt das generell eigentlich immer. Klingt gut, hat den Vorteil. Ja, bei mir ist Samstag oftmals ein bisschen problematisch, weil ich da bei meinen Eltern dann bei Ernest auch, weil er dann am nächsten Tag nicht pennen kann, wenn seine Kinder in der Schule sind. Ja. Auf dem Samstag, da denk nochmal drüber nach, Sozi. Hey, nee, meine ich ja, deshalb ist es problematisch, weil du dann halt nicht pennen kannst, wenn deine Kinder am Sonntag in der Schule sind. Weil meine Frau da ist, ist es aber nicht das Problem. Nee? Also beim letzten Mal hast du schon Bedenken geäußert. Ja, weil meine Frau da ist, am nächsten Tag. Ja, dann also, da kann ich ja pennen. Also, das meine ich. Ja, geht dann. Muss ich aber bloß von dir fernhalten. Und so, sehr schön. Dann mache ich mich auf den Weg. Jo. Alles klar. Dann top, dass es geklappt hat heute. Und ja, das war sehr, sehr toll. Schöne Sache. Jo, eine gute Nacht. Und bis bald mal wieder. Spaß gemacht. Gerne. Okay. Tschüss. Bis bald dann.